Soll ich dir einen Sessel holen oder einen Sitz? Ja. Ich würde einfach mal anfangen, ja. Weil aus Gründen und so. Vielleicht gibt es ja auch Essen. Ja, ich dachte mir so, ich mache ja den ganzen Tag so Elektronikzeug und ich erzähle einfach mal ein bisschen was davon. Vielleicht interessiert es irgendwen. Vorbereitung. Thema, was vom Kondensator übrig bleibt. Abgründe eines alltäglichen Bauelements. Das Problem mit den Kondensatoren ist nämlich so ein bisschen, es gibt einige Familien mit unterschiedlichen Eigenschaften, die man unterscheiden kann nach den Materialien, Verlusteigenschaften, Verhalten bei Temperatur und Frequenz, ob sie sich selbst heilen können, welche Spannungen sie aushalten. Und eigentlich muss man für jede Anwendung den perfekten Kondensator raussuchen. Und daher mal so ein bisschen so ein Querschnitt, was kann man machen, was sollte man nicht machen. Vielleicht erstmal so zum Einstieg, wie verhält sich das mit diesem Kondensator? Also erstmal ein Kondensator ist ja ein Ladungsspeicher, ein Energiespeicher für kleine Energiemengen und kurze Zeiten. Die Kapazität des Kondensators hängt im Wesentlichen ab von, ich habe keine Maus, doch, da ist eine Maus, von dem Epsilon-R, das ist eine Materialeigenschaft, die im Prinzip angeht, wie viel besser das ist als Luft oder Vakuum, der Fläche und dem Abstand zwischen den Platten. Das Ziel bei den meisten Sachen, die wir jetzt gleich sehen, ist es, ohne große negative Eigenschaften die Kapazität möglichst groß zu kriegen. Weil groß ist meistens mehr. Vielleicht erstmal so der Allrounder, das Einsteigermodell, der Elektrolytkondensator. Das sind hier so diese Standardteile, die man so auf allen Mainboards findet und die wahrscheinlich die meisten, die mal irgendwie anfangen mit Elektronik zu basteln, so auch als erstes einsetzen. Das sind hier die Standarddinger. Bei so einem Sortiment, was wir hier rumfliegen haben, ich kann das mal rumgeben. Ich schmeiß die nicht ganz so durcheinander, ich glaube, die sollen sortiert sein. Technologie ist im Prinzip total einfach. Ich habe zwei Papierstreifen. Auf jedem Papierstreifen ist ein Stückchen Aluminiumfolie aufgeklebt. Das ist ein bisschen angeätzt, damit die Oberfläche größer wird, aber das ist im Prinzip nur ein Seiteneffekt. Das Papier tränke ich dann mit einem Elektrolyt, also einer leitfähigen Flüssigkeit. Das Ganze wickele ich auf und dann sorge ich dafür, dass ich durch Anlegen von Spannung aus dem Elektrolyt dass die Elektrokum, also die eigentlich nicht leitende Sperrschicht innerhalb des Kondensators aufbaue. Der Prozess nennt sich dann Formierung. Das heißt, so ein Elektrolytkondensator, nachdem ihn aufgewickelt und ins Gehäuse gepackt hat, muss erst einmal formiert werden. Vorher ist er noch kein Kondensator. Formierung ist ein reversibler Prozess. Also wenn man die Spannung falsch rum anlegt, hat man vielleicht schon mal rausgefunden, dann stinken die Dinger irgendwann ziemlich eklig. Und wenn man das mit Absicht macht, knallen sie sogar. Was der coole Nebeneffekt ist. Was man auch machen kann, ist, die Kondensatoren kontrolliert mit einer höheren Spannung betreiben. Das führt dann halt dazu, dass dieser Formierungsvorgang fortgesetzt wird und dann verringert sich die Kapazität, weil das Dielektrikum einfach größer wird. Also schon mal ein paar Parameter, auf die man achten sollte, wenn man Elektrolytkondensatoren einsetzt. Lustiger Nebeneffekt, was man hier auf dem Bild sieht, sind kaputte Elektrolytkondensatoren auf einem Mainboard. Danke Wikipedia für das Bild. Eigentlich werden die Verluste, die so ein Kondensator hat, aufgrund des Dielektrikums bei größerer Temperatur kleiner. Dass die dann trotzdem in Temperatur sterben, liegt einfach daran, dass man versucht, diese Mainboards möglichst billig herzustellen und die deswegen eigentlich maßlos unterdimensioniert sind, die typischerweise da drauf sind. Genau. Das größte Problem, was man mit den Elkos eigentlich hat, ist, das ist halt so ein aufgewickeltes Papier und ja, ein aufgewickelter Leiter ist irgendwie sowas wie eine Spule. Und deswegen haben die eine relativ hohe Induktivität. Kleine Grenzfrequenz und so bei 1, 2, 10 kHz ist halt für einen Elektrolytkondensator einfach Schluss. Das heißt, ein Elektrolytkondensator für irgendwas mit noch höheren Frequenzen, so direkt am Controller, ist halt eigentlich keine gute Idee. Woran erkennt man, dass die kaputt sind? Dass sie oben aufgebläht sind? Oder? Genau, also bei denen hier unten, Sekunde, wenn ich meine Maus finde, zeige ich es mal, ist diese Sollbruchstelle noch zu. Also das ist bewusst ein Überdruckventil. Und hier oben ist das Elektrolyt halt aufgekocht und dann ist es hier aufgebrochen. Okay. Erkennt man meistens auch daran, dass der ganze Kram außenrum klebrig, eklig, glibberig ist. Weil Elektrolyt ist halt eine Flüssigkeit, die verkocht und schlägt sich dann irgendwo nieder. Riecht meistens nach toten Fischen. Manchmal ist es auch voller Papier dann schon gleich, weil das Papier dann mit rauskommt. Das ist dann eher so der Fall, man macht es absichtlich. Ja. So was für Silvester. Wenn ihr Leute ärgern wollt, man kann auch so einen Elektrolytkondensator, diese kleinen aus dem Sortiment nehmen, in eine ausgeschaltete Dreifachsteckdose stecken und so liegen lassen. Irgendwann schaltet die bestimmt irgendwann mal ein. Und weckt euch einen Schreck fürs Leben. Das Schöne bei den Elkos ist, es gibt Typen für große Spannungsfestigkeit bis einige KV.
Und es gibt halt richtig fette, große Kapazitäten mit über 1000 Mikrofarad. Ein Beispiel dafür, vielleicht schon mal gehört, der eine oder andere, sind diese Gold Caps, Langzeitspeicherkondensatoren, die man nutzen kann, um über einen Spannungsausfall hinweg irgendwelche Daten zu puffern, die man in so einem Rechner hat. Ja, also es sind eher so die Arbeitstiere, die man so an Kondensatoren hat. Große Kapazität, große Spannung, aber sonst ziemlich träge. Was mittlerweile leider, was heißt leider, in manchen Teilen zumindest ein Auslaufmodell ist, sind Folienkondensatoren. Es gibt, sie haben ihre Domäne, in denen sie immer noch ihre Berechtigung haben, wird aber weniger. Ich kann das Ding auch mal rumgeben. Also das hier ist aus unserer Elpro-Kaufspende quasi ein solches mit Folienkondensatoren. Im Prinzip habe ich ganz viele Folien, die rolle ich auf einem großen Rad auf, immer abwechselnd, eins rechts, eins links, schneide die dann nach in Stücke und dann nenne ich das ganze Folienkondensator. Ich habe entweder eine Folie, die ist metallisiert, das ist eigentlich mittlerweile der Standard, oder ich habe eine dünne Polymerfolie und darüber halt wirklich eine Aluminiumfolie wieder liegen. Das eine Kondensator hier auf der Seite, das andere auf der Seite und naja, jetzt hat man wieder diese Plattenkondensatorstruktur, wenn man das Ganze jetzt hier in die Tiefe sich denkt. Das Schöne bei denen ist, ich gehe vielleicht nochmal auf das Bild zurück, wenn man sich jetzt vorstellt, wir erhöhen die Spannung mal immer weiter. Irgendwann hat man die maximale Sperrspannung dieser Folie erreicht und dann schlägt sie halt an der dünnsten Stelle potenziell durch. Das Ganze geht in irgendwie 10 hoch minus 8 Sekunden, also verdammt zügig. Und da diese Aufmetallisierung hier nur einige Mikrometer dick ist, verdampft die dann einfach und dann ist die Stelle halt weg oder der restliche Kondensator geht noch. Das heißt, sie haben die Eigenschaft, dass sie sich selbst heilen können. Das ist halt ganz cool, wenn man die Dinger direkt an Netzspannung betreiben möchte, weil wenn es da mal einen ordentlichen Burst gibt oder einen Surge auf dem Netz und man hat eine kurzzeitige hohe Überspannung, dann gibt halt die schlechte Stelle im Kondensator auf, aber der Rest ist halt noch heile. Und das ohne, dass irgendwie Papier daraus fliegt und einem das ganze Gerät versaut. Ja. Schön ist geringe Induktivität, relativ geringe Verluste, hier war angegeben mit dem Tangens Delta. Wen das interessiert, was das wirklich bedeutet, kann ich später nochmal genauer drauf eingehen. aber so gesagt, kleiner ist besser. Grenzfrequenzmäßig kommt man mit denen schon weiter, so bis einige 100 Kilohertz. Kann man sich auch vorstellen, das ist einfach übereinander gestapelt, das hat relativ schöne Eigenschaften. Gibt es halt auch für hohe Spannungen. Allerdings gibt es die nicht in so ganz großen Kapazitäten. Das größte, was ich gefunden habe, ist 1000 Mikrofarad. Das war aber auch schon irgendwie ein Trümmer, den muss man nochmal einzeln im Gehäuse festschrauben. Ja, was eher so die Arbeit, also die große Menge an Kondensatoren, die man heute findet, gerade die kleineren, sind Keramikkondensatoren. Ich kann auch hier das Sortiment mal wieder rumgeben. Die offene Klappe, da sind nur 6 und 3er Keramikkondensatoren drin. Nicht einatmen, ich glaube, das merkt man nicht. Macht aber, glaube ich, auch nicht wirklich was. Genau. Herstellungsverfahren ist im Prinzip, man macht ganz dünne Keramikfolien, metallisiert da Elektroden drauf, stapelt das Ganze nicht gesintert übereinander, sintert dann letztendlich die einzelnen Kondensatoren und macht hier noch die Endelektroden drauf. Also das ist halt wirklich ein gesinterter, sprich gebrannter Keramikprozess, den man da hat. Die gibt es im Prinzip in zwei verschiedenen Klassen und die sollte man... Also man sollte wissen, wo der Unterschied zwischen den beiden liegt. Das eine sind Klasse 1 Keramikkondensatoren, das andere entsprechend Klasse 2 Keramikkondensatoren. Klasse 1 sind einfache dielektrische Keramiken, also einfache Isolatoren, das, was man an Hochspannungsleitungen hängen hat. Und die haben eigentlich ziemlich angenehme lineare Eigenschaften. Klasse 2 sind eigentlich ferroelektrische Keramiken. Was das genau heißt, könnte ich auch nochmal rausfinden. Das habe ich überlesen bei dem Vortrag ausarbeiten. Die haben allerdings schon wieder irgendwelche Hysterese-Eigenschaften und haben Temperaturabhängigkeiten. Das ist eigentlich ein ziemlich dreckiges Zeug. Wenn es gut sein soll, nimmt man NP0 oder COG-Keramik. Das ist Klasse 1. Die haben halt richtig genial kleine Kapazitätsänderungen über Temperatur. Kleiner 30 ppm über den kompletten Arbeitsbereich. Das ist noch besser als alles das, was wir vorher in Folie und Elektrolyt gesehen haben. Also die setzt man... dann ein, wenn man halt Filter bauen möchte, wo es darauf ankommt, dass die Dinger genauso bleiben, wie sie sind. Haben kleine Verluste und das auch bis in den Megahertz-Bereich rein, 1 Megahertz, je nachdem wie klein man die macht, auch mal bis 10 Megahertz. Danach kriegen sie wieder Dreckeffekte. Gibt es aber nur in kleineren Kapazitäten. Genau. Gibt es auch ein bisschen größer. Ja, oder gestapelt. Also es gibt da ein paar dreckige Möglichkeiten, auch die noch größer zu kriegen. Aber meistens möchte man die nicht wegen der großen Kapazität haben, sondern wegen ihrer schönen, glatten, linearen Eigenschaften ohne Dreckeffekte.
Dagegen falsche Richtung, da wollen wir hin. Klasse 2 Keramikkondensatoren, die haben halt schon mal so ziemlich dreckige Dinge. Also wenn man hier sieht, logarithmisch aufgetragen, Änderung des Verlustwinkels im linken Plot, der ändert sich halt über die Temperatur. Im anderen Plot dargestellt, die Kapazitätsänderung im Prozent über Temperatur. Wenn man sich jetzt vorstellt, damit will man jetzt irgendwas designen, wo es genau darauf ankommt, dass das Ding genau diesen Wert behält, den es hat. Naja, hat er jetzt hier irgendwie an 4 Punkten, aber damit hat man die Schaltung halt normalerweise nicht. Deswegen Klasse 2 Keramikkondensatoren gibt es halt in großen Kapazitäten, bis einige 100 Mikrofarad auf jeden Fall noch in SMD. Aber die sind halt nichts zum Filtern. Das ist eher so wie der Ablock-Kondensator, der irgendwo direkt am Controller sitzt. Vielleicht noch ein paar Abgründe mehr. Die Kapazität ist auch spannungsabhängig. Das heißt, je nach Spannung, mit der ich sie betreibe, diese Kondensatoren, haben sie eine andere Kapazität. Und das steht auch nicht im Datenblatt. Im Datenblatt ist angegeben typischerweise die Nennkapazität über Temperatur bei Nennspannung. Das heißt, bei weniger Spannung haben sie mehr Kapazität. Und angegeben ist da halt normalerweise die, das finde ich gerade in meiner Meinung nicht, ist ja auch egal, die Kapazität bei 25 Grad. Und jetzt sieht man, hier haben wir irgendwie hinten -40%. Ich habe auch schon Datenblattangaben gesehen für richtig teure Kondensatoren, so Automotive-Bereich. Da steht dann halt dabei, naja gut, wenn du die halt bis 150 Grad betreibst, dann haben die hinten aber auch nochmal 80% ihrer Kapazität verloren. Das ist halt spezifiziert, bis dahin darf man sie betreiben. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Genau. Gibt es in verschiedenen Keramiktypen, X5R, X7R, X5V sind so die gängigen. Die geben im Prinzip an, welche Toleranzen oder welche Temperatur diese Kürzel. Findet man auch in der Wikipedia, wenn man dazu mehr haben will. Haben viele nicht-lineare Eigenschaften. Gibt es im mittleren Kapazitätsbereich, habe ich immer gesagt, bis kleiner 50 Mikrofarad. Gibt es auch in größer, wenn man da viel Geld ausgibt oder komische, krude Dinge bauen möchte. Frequenzmäßig bis einige Megahertz, aber halt auch mehr Verluste in dem Bereich. Setzt man eher so zum Ablocken und Filtern irgendwo direkt am Controller ein, als dann halt zum Filtern. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben jetzt gerade vier verschiedene Typen Kondensatoren mal kurz so durchgerattert, die alle leicht gegenläufige Eigenschaften hatten. Die einen eher im niedrigen Frequenzbereich, die anderen im großen, die anderen haben Verluste, die einen nicht. Dann kriegt man vielleicht ein Gefühl dafür, warum man manchmal, wenn man Schaltpläne aufmacht, irgendwie sieht, da sind 3 Kondensatoren nebeneinander. 10 Mikrofarad, 1 Mikrofarad und noch irgendwas Kleines, 100 Nanofarad. Und man sich eigentlich fragt, hä, das macht doch nach Elektrotechnik 1, was man im Studium gehört hat, keinen Sinn, weil da addieren sich die Kapazitäten einfach nur. Wenn man aber diese ganzen Dreckeffekte mit berücksichtigt und wo die Dinger hinter auf der Platine platziert sind, was nochmal eine ganz andere Geschichte ist, dann macht das plötzlich auch Sinn, dass man da unterscheidet. Ja, das kurz dazu. Ich habe Bilder von der Wikipedia geklaut und von meinem Professor, wenn es interessiert. Und ja, dann danke ich euch, dass ihr zugehört habt. Ja. Sind keine, also es gibt die Elkos, die ich hier vorne hatte, gibt es auch in trocken. Also typischerweise hast du nasse Elkos, weil das die billigen sind. Es gibt die aber auch gebrannt. Dann nimmt man andere Elektrolyten, das kommt danach nochmal in den Ofen und dann wird das fest, irgendwie so ein Braunsteinzeug. Das zählt als Aushol. Aushol, ja. Und das spritzt dann halt nicht raus. Aber geht auch ganz gerne trotzdem noch kaputt. Oder sind die auch haltbarer? Ich würde vermuten, dass die ein bisschen haltbarer sind. Ja, ich glaube, dass der Elektrolyt halt nicht verkaufen kann. Das ist so richtig ewige Temperatur abhängig. Also lohnt sich tatsächlich so. Wahrscheinlich. Es zeigt zumindest, dass ich Gedanken drum gemacht habe, dass es haltbarer sein sollte. Ja, okay. Geht nicht wieder auf. Ja. Und warum heißt es jetzt Tangens Delta? Tangens Delta, ja. Im Prinzip, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man bespielt so einen Kondensator mit einer komplexen Wechselspannung, dann wird man sehen, dass sich zwischen Spannung und Strom ein Winkel ausprägt. Idealerweise 90 Grad. Ich dann ist der Phasenwinkel, den du davon im Delta nochmal hast. Genau genommen hast du halt Verluste im Kondensator und deswegen hast du keine idealen 90 Grad. Und das ist der Restwinkel, den du an Verlustanteilen hast. Genau, die Verluste machen sich thermisch bemerkbar. Es gibt dann auch wieder verschiedene Arten von Verluste. Du hast Leitungsverluste auf den Zuwegen und in den Leiterbahnen, die du drin hast.
Du hast aber auch Verluste in deiner, deinem Dielektrikum. Je nachdem, beim Elko zum Beispiel hast du fest ausgerichtete Atome in einem Gitter und die drehst du. Und das gibt halt thermische Verluste darin, oder wenn du halt irgendwie die Atomhülle zum Kern verschiebst, das sorgt halt auch für Verluste. Je nach Effekt hast du da auch nochmal Verlustanteile, die daherkommen. Also Phase zwischen Strom und Spannung ist nicht immer die halbe, sondern kann variieren. Ja, dreht sich halt weg ein Stückchen davon durch die Verluste im Kondensator, genau. Ist aber immer noch nah an 90 Grad, also 10 hoch minus 2 ist halt nicht viel. Und es ist halt so, wenn ich den Kondensator jetzt halt mit einem Megahertz bespaße, dann hat er halt bei jedem Zyklus Verluste. Und entsprechend fällt das dann auch ins Gewicht. Jo. Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt wahrscheinlich Suppe. Es gibt theoretisch Suppe, aber am besten erstmal die, die mitgekocht haben, weil die auch investiert haben. Yes! Yes. Kategorie davon sind Verbrennermotoren. Die nennen wir so trivial. Und ich erzähle euch ein bisschen was darüber. Eigentlich nur so ein bisschen Grundlagen, weil ich an Tag X vor einiger Zeit feststellen musste, dass manche Menschen gar kein Wissen dazu haben, wie das überhaupt funktioniert. Das ist eine Hexenmaschine, kommt Benzin rein und unten kommt Kraft raus. Ja, es wird auch noch warm dabei, das kriegen die Leute dann auch noch hin. Das hat wohl was damit zu tun, dass Benzin brennt, aber viel weiter geht es dann auch nicht mehr. Und laut, manchmal wird es auch laut. So, ja genau, Wärmekraftmaschine, klingt irgendwie komisch, ist ein Verbrennungsmotor. Laienhaft Wärmekraftmaschine nutzt thermodynamische Effekte aus, um aus dieser Verbrennung dann tatsächlich Kraft zu gewinnen, denn so ohne weiteres geht das nicht. Der Effekt, den wir da kennen, ist so, Luft dehnt sich aus, wenn warm wird und so. Das ist ganz toll. Gleichzeitig kommt dann noch zu, dass Gase mehr Raum einnehmen als ihre Flüssigkeit, also flüssigen Vorpartner vor der Oxidation und so weiter. Ja, das ist ganz wichtig. Dann gibt es natürlich aufgrund ist falsch, aber egal. ganz viele Rechtschreibfehler, die man alle behalten darf. Es gibt ganz viele verschiedene Motoren. Der typische Motor, den jeder kennt, ist so ein einfacher reinen Kolbenmotor, Zylindermotor irgendwie im Auto oder Einzylindermotor im Rasenmäher oder ähnliches. Dann gibt es den anderen typischen Motor, den eigentlich jeder kennt. Das ist so die Flugzeugturbine, eine Kerosinturbine, Gasturbine, die man üblicherweise doch schon noch kennt. Dann kennen manche wahrscheinlich noch den Wankelmotor. Das ist dann meistens nur so, weil man den Namen kennt und gar nicht mehr unbedingt weiß, was das damit auf sich hat. Manche wissen doch, das ist irgendwie dreieckig oder so. Genau. Ja, das ist so das Große. Diese ganze Tatsache, dass es diese ganzen verschiedenen Motoren gibt und nicht nur den einen Motor, liegt daran, dass man die in verschiedenen Orten einsetzt. In Schiffen, in Flugzeugen, in PKWs und so weiter. Die haben verschiedene Ansprüche. Ein PKW will schnell sein, das heißt, der Motor soll nicht zu groß sein, der soll aber auch viel Leistung liefern. Bei einem Hubschrauber ist das nicht besonders schwer, das heißt, geringes Gewicht der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte, aber auch viel Leistung. Bei Motorrädern auch üblicherweise. Da verzichtet man dann auf Langlebigkeit, das will man wiederum bei Generatoren und Schiffen haben. Das heißt, viele, viele verschiedene Motorkonzepte wurden auf bestimmte Ziele entwickelt, um das Ganze so hinzukriegen, dass man dann auch wirklich lange was davon hat oder überhaupt die Funktion erreicht, die man ganz gerne möchte. Das funktioniert ja geil. die Kolbenmaschine, die wir so kennen, hat ihren Ursprung im Grunde genommen in der Dampfmaschine. Und das liegt schon ganz schön lange her, 1712 in etwa, wurde die Dampfmaschine als Kolbenmaschine entwickelt. Und seitdem wird die Kolbenmaschine weiterentwickelt. Immer weiter bis 1876 dann Herr Otto den Verbrennungsmotor entwickelt hat, der dann statt Dampf Benzin und Luft einspritzt und die da drin verbrennt und dann die Ausdehnung dieser Gase nutzt. Kurz danach kam dann Rudolf Diesel und hat den Dieselmotor entwickelt, der auf einen Punkt verzichtet, der einen Benzinmotor sehr aufwendig und komplex macht. Und dann gab es noch eine andere Technik, die Turbine. Da hat so ein Italiener um 1500 eine ganz tolle Idee gehabt. Der hat
sich, ich weiß nicht, das kennt jeder, die Kugel mit dem Feuer unten drunter, die irgendwie zwei Rohre drin hat und die sich dann drehen soll. Er hat die Maschine, glaube ich, tatsächlich nie gebaut. Aber er hatte die Idee, wie immer, so eine Turbine zu bauen. Hm? Welcher Italiener? Da Vinci. Was? Das war das eine Frage. Gut, wahrscheinlich. So viele Italiener. Und dann hat es bei diesem Konzept, obwohl das so früh schon in der Idee existierte, trotzdem verdammt lange gebraucht, nämlich erst 1903 gab es überhaupt die erste Gasturbine, die für ihre Peripherie, für Schmierung und so weiter weniger Energie brauchte, als sie selbst aus der Verbrennung gewinnen konnte, also weniger Kraft brauchte, als sie selbst aus der Verbrennung gewinnen konnte. Und damit war dann erst die Gasturbine quasi entstanden. So, Turbinen lassen wir diesmal weg, das kommt vielleicht auch irgendwann später mal. Das ist doch mal ein komplett anderes, aber wir beschäftigen uns ein bisschen mit der Kolbenmaschine. Und auch da, das was wir so kennen, gibt es zwei große Unterschiede erstmal. Den 2- und den 4-Takter. Jetzt schalten schon manche aus anscheinend. Ich kenne den Unterschied. Ich kenne den Unterschied, sagen die anderen. So, was ist das? Ein Gehsager. Das ist ein Zweitakter, genau. Die zwei Takte sind relativ einfach im Grunde genommen. Der eine heißt Spülen oder Ladung und Kompression, das ist ein Takt. Und der andere ist Verbrennung. Man kann die leider nicht pausieren. Ich habe nach einem Weg gesucht, wie man die sinnvoll pausieren könnte. Aber wir können, ich kann zeigen, oder? Kann ich zeigen? Ich habe eine Maus. Yay! Yeah! Also, hier unten haben wir ein Einlassventil. Das muss nicht betätigt werden. Das heißt, da ist keinerlei Mechanik nötig oder ähnliches. Und wir haben einen Auslass. Den brauchen wir gar nicht mechanisch betätigen. Da brauchen wir gar kein Ventil oder ähnliches. Denn unser Kolben versperrt den Weg während der Verdichterphase. Und nach der Verbrennung ist der Weg dann offen und es wird wieder gespült. Jetzt ist das Tolle. Wir haben eine sogenannte Zwangsspülung bei diesem Motor, denn wenn das Ventil hier unten zu ist, nachdem das frische Benzingemisch angesaugt wurde, ist die Kammer hier mit einem Ventil verschlossen. Das heißt, sobald der Kolben nach unten wandert, entsteht hier unten ein Überdruck. Sobald die Öffnung sich öffnet, strömt das Gas mit Druck in diese Kammer ein. Man kann sich jetzt einen Trick zunutze machen, indem man diese Kammer, den Kolben hier unten einem größeren Querschnitt und einen größeren Radius verleiht. Das heißt, man verdrängt im unteren Teil in dieser Kammer mehr Luft, als oben frei wird an Raum und kann dann ein sogenanntes Überladen, das heißt Selbstladung, erreichen. Das heißt, die Luft wird reingepresst in den Zylinder. Ja. Dann der kompliziertere Motor. Der kompliziertere Motor, das ist der Viertakter. Der ist erstmal komplizierter, weil er viel mehr Teile hat, wie wir auf den ersten Blick sehen. Das Große, was neu ist, das ist die Ventilsteuerung, denn jetzt passiert das Ganze nicht mehr von selbst. Wir müssen das Auslassventil nämlich betätigen. Es gibt jetzt die Zyklen quasi getrennt. Es gibt jetzt einen Verbrennungszyklus, einen Entleerungszyklus und einen Beladungszyklus. Und dazwischen dann die Kompression noch. Ja, hat dazu wer Fragen, beziehungsweise kann das wirklich nicht nachvollziehen? Warum will man das? Ja, genau. Jetzt, wenn wir es beide sehen, dann können wir das vielleicht sehen. Also erstmal, der Motor ist viel einfacher, keine Frage. Der Motor hat auch viel weniger Teile, das heißt, es kann weniger kaputt gehen. Aber er hat einen großen, großen, großen Nachteil. Wir brauchen diesen Raum hier unterhalb des Kolbens. Und zwar, weil wir da unser Gemisch reinpusten oder reinsaugen, bevor wir es oben in die Kammer, in den Verbrennungsraum drücken. Das heißt, hier unten kann nichts sein. In diesem Motor ist in diesem Bereich hier unten überall Öl. Das führt dazu, dass der Motor geschmiert werden kann und nicht kaputt geht. Hier muss das Öl in der Luft sein, in dem Gas, in dem Gemisch, was wir da reinpusten. Deshalb muss man in Kettensägen, in Rasenmäher üblicherweise nicht, aber in Zweitaktmotoren halt üblicherweise Gemisch einführen, wo das Fett dann im Verbrennungsgas mit enthalten ist. Und es führt auch dazu, dass das nicht besonders sauber verbrennt. Das heißt, dieses Öl verbrennt deutlich schlechter als das Benzin. Es entsteht Ruß, der dann mit im Abgas ist. Und deshalb haben die Motoren deutlich schlechtere Abgaseigenschaften.
Sie haben aber gleichzeitig, wie wir auch sehen können, denn pro Kurbelwellenumdrehung haben wir hier eine komplette Verbrennung. Hier brauchen wir zwei Kurbelwellenumdrehungen pro Verbrennung. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Leistungsdichte beim Zweitakter üblicherweise. Deshalb auch in der Kettensäge meist ein Zweitaktmotor. Aber im PKW, wo wir saubere Leistung haben wollen, in Anführungszeichen sauber, der Viertaktmotor. Kann es nicht auch passieren, dass jetzt beim Linken bei dieser Neubefüllung Unverbranntes mit rausgepustelt wird? Das kann auch passieren, definitiv. Teilweise sogar beabsichtigt. Genau, also das kann man absichtlich machen, um den Motor zusätzlich zu kühlen. Denn... man kann den Motor auch so fahren, dass das Gemisch... Bei Benzinmotoren muss man Wert darauf, oder legt man Wert darauf, dass das Gemisch möglichst den stöchiometrischen Faktor 1 hat. Das heißt, dass von beiden Reaktionspartnern so viel vorhanden ist, dass am Ende komplett die Reaktion abgelaufen ist und keiner der initialen Reaktionspartner mehr übrig ist. Das funktioniert aber nicht vernünftig. Also das, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Lambda-Regelung, ob dann Lambda-Sonde und so weiter beim PKW was sagt. Und wenn man viel Leistung aus einem Motor will, dann macht man das Gemisch mager. Das heißt, die Verbrennung läuft schneller ab, weil mehr Oxidationspartner Sauerstoff da ist. Aber das Risiko besteht, dass erstens beim Zweitaktmotor das Risiko weniger Schmiermittel da und zweitens läuft die Verbrennung heißer ab. Und das führt auch wieder dazu, dass der Motor verschleißt. Genau, zu schnell heiß wird. Zwei Fragen. Erstens, warum ist da so ein Huckel auf dem Zylinder? Hat das einen Zweck? Und zum Zweiten? Das hat Strömungseffekte, denke ich mal, hauptsächlich für die Beladung. Das gibt es bei modernen Motoren, sind da Grübchen in den Kolben drin und ähnliches. Genau, damit zum Beispiel will man nicht, was ganz ungünstig ist, gerade beim Viertakter wird das, wie gesagt, von unten wird quasi im nach oben laufen auch Öl gegen den Kolben, gegen die Zylinder gespritzt, damit er geschmiert ist. Und legt sich jetzt hier oben Benzin zum Beispiel an dem Zylinder nieder, dann geht dieser Ölfilm kaputt. Das heißt, man will zum Beispiel bei modernen Einspritzmotoren verhindern, dass man Benzin gegen diese Wand gegenspritzt. Weil dann wischt man diesen schönen Ölfilm weg. Und dann bildet man Grübchen. Man möchte auch möglichst in bestimmten Fällen möglichst zentriert eine hohe Konzentration an Benzin haben, die dann langsam verbrennt, um eine langsame Verbrennung zu haben. Das ist bei Dieselmotoren noch interessanter. Ja, gibt verschiedene Gründe, warum man dann verschiedene Designs hat. Warum das jetzt in der Zeichnung ist, die übrigens von Animated Engines kommen, so ist, kann ich nicht sagen. Und die andere Frage ist, hat irgendjemand mal einen Zweitakter gebaut, der zum Druckerzeugen quasi einen toten Zylinder benutzt? Also man könnte sich ja vorstellen, anstatt den Kompression da unten mit dem echten Kolben zu machen, einfach einen zweiten Kolben mit anzutreiben, der halt nur... Das war ja die Idee, was ich vorhin beschrieben habe, dass man quasi, das ist auch der gleiche Kolben, aber der ist unten größer. Ja, das heißt, der Hauptnachteil ist, dass man unten das Schmiermittel mit in den Treibstoff haben muss, damit man die Wände schmiert und pipapo, bla bla. Aber wenn man einen zweiten Kolben antreibt, der quasi nur für... Aber dann verliert man wieder den Vorteil, dass man so viel Platz und Gewicht spart, weil das Ding so schön einfach ist. Und wie schmierst du den zweiten Kolben? Den zweiten Kolben schmierst du dann genauso. Das ist nicht unbedingt das Problem. Also hast du dann trotzdem wieder einen Kolben, der zweimal nicht zündet. Der mechanische und Materialaufwand ist dann so groß, dass sich die Maschine wahrscheinlich nicht mehr lohnt. Und du hast dann auch einen Kolben, der kalt ist, und in einem kälteren Kolben kann es auch passieren, dass das Gas wieder kondensiert und solche Dinge gegenüber einem Kolben, der die ganze Zeit zündet und genau. Was sind noch andere Dinge? Jetzt kommt ein totaler Umbruch. Es ist immer noch eine Kolbenmaschine. Aber sie ist völlig anders. Du, eine Frage nochmal zum Zweitakter. Die Achse ganz unten. Ja? Ist da nicht ein Loch im Zylinder dran? Hä? Was? Wo? Wie war? Wo? Genau das Ding. Das ist die Achse. Das ist kein Loch. Wo ist die festgemacht? Außen im Gehäuse des Motors. Das ist die Antriebsachse. Das ist das Kurbelwellengehäuse. Okay. Also doch ein Loch. Da ist die Kette dran. Nee, warum sollte da ein Loch im Zylinder sein? Ja, der Zylinder ist doch oberhalb. Also die Sache ist jetzt so rein 3D-technisch, kann ich mir vorstellen, dass ich so einen Viertaktmotor aus Einzelteilen zusammenbaue. Ach so, du meinst die Welle, weil die rauskommt, wo du die Kraft dran ist. Ja, da ist ein Loch drin, definitiv. Das kommst du ja nicht an die Kraft dran von dem Motor. Aber da dichtest du es ab. Da musst du dann eine Dichtung hinmachen. Dann ist ein bisschen Lampf und ein bisschen Laserwellen und dann geht das. Okay. Und wenn das undicht wird, dann suppt er halt an der Kurbelwelle raus. Das kann dir aber bei beiden passieren.
Bei dem kommt dann gemischt raus und bei dem kommt Öl raus. Okay. Ah, stimmt, gleiches Problem, ja. Die nächste Kolbenmaschine ist der Wankelmotor. Und das ganze Konzept ist total klasse, theoretisch. Hat auch das Problem, es gibt keine Eigenschmierung. Das heißt, da muss auch eigentlich die Schmierung erfolgen durch ein, durch das Gemisch. Das kann man aber so weit minimieren, dass man das quasi nicht mehr braucht, indem man... Man sieht hier in der Excenter-Fläche, dass hier ein Bereich existiert, der quasi nicht, der quasi nie vom Gas erreicht wird. Und in diesem Bereich kann man die Flächen immer schmieren. Das ist ein bisschen aufwendiger technisch. Traditionell hat man dann einfach tatsächlich auch Zweitaktgemisch da drin gefahren. Das ist aber kein Zweitakter in dem Sinne, denn wir haben alle Zyklen auf einmal im Grunde genommen, beziehungsweise zumindest im H2. Wir haben hier den Ansaugzyklus in diesem Bereich des Kolbens, des Zylinders und hier unten die Kompression in dem Bereich. Hier dann die Verbrennung und hier die Entladung, Abgas, wie auch immer. Ja. Der ist auch ein bisschen unsauber, oder ist das da oben... Eisenhart getrennt ist, aus der Auslassung der In diesem Zyklus, also in eigentlich jedem Zyklus sind die immer getrennt voneinander, außer in dieser Übergangsphase. Genau, diese eine kurze Phase. Ja. Da auch da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel Varianten, wo die Auslässe dann hier seitlich sind und nicht oberhalb der Zylinderlaufwand. Das sind dann die Variationen, die man da geschaffen hat. Der Vorteil des Ganzen auch hier wieder ist, dass der Motor eigentlich super simpel ist. Und vor allen Dingen auf alles Nicht-Rotierende verzichtet. Es gibt keine Stäbe, keine Pleuel in diesem Fall, die kaputt gehen können. Es gibt keine Laufflächen, die verkanten können oder ähnliches. Das sieht gar schon mal verkanten aus. Naja, das sieht so aus, aber das hier ist ja eine Exzenterfläche in der Mitte. Das heißt, das kann auch nicht verkanten in dem Sinne. Es sei denn, hier springt irgendwie ein Zahn auf dem Zahnrad über. Dann ist der Motor kaputt, klar. Das ist ziemlich los. Zylinder verbaut man normalerweise dann in einem Motor? Bei Motorrädern früher hat man teilweise nur einen verbraucht, das führt dann aber auch zu einem unruhigen Lauf in Anführungszeichen. Üblicherweise verbaut man zwei. Also es gibt noch ein Auto, den RX-8, und das ist eine Zwei-Scheiben-Maschine, also da spricht man ja von Scheiben oder Rotoren, Zwei-Rotor-Maschine. Es gab früher Motorräder mit der Technik, es gab Flugzeug oder es gibt auch immer noch Flugzeugmotoren mit der Technik. Das sind meistens auch aus Zuverlässigkeitsgründen dann zwei Rotormaschinen. Hm? Trabant nicht, nee. Hat ja auch teilweise mit Wankelmotor gefahren. Echt, es gab Trabants mit Wankelmotor? Ja, ja. Okay, das wusste ich nicht. Wo ist denn bei dem Motor jetzt die Welle? Also das Blaue. Das Blaue, ne? Genau. Das Blaue ist die Welle. Das Schwarze hinten ist starr, das ist fest. Und das hier ist ein Exzenterrad. Auf der Welle. Um diese elliptische Bewegungsbahn hinzukriegen halt. Das Ding ist doch bestimmt erst geschickt zu starten, oder? Nee, wieso? Du musst nur die Kurbelwelle betätigen und dann dreht sich das Ganze von selbst. Nur ganz kurz anschubsen. Praktisch haben sie teilweise das Problem, dass sie gerne absaufen. Und wenn sie halt erst einmal nass sind, dann haben sie Probleme mit dem Aufstarten. Genau, ist aber bei jedem Motor und Risiko. Mit dem ein bisschen schlimmer. Wenn er einmal läuft, musst du halt einmal warm werden lassen. Genau. Und kalt wieder abstellst, ist essig. Aber. Bei den modernen Lösungen ist das unproblematischer, aber früher war das tatsächlich ein bisschen kritisch. Das Problem ist, dass wenn dieses Zahnrad zum Beispiel verschleißt, führt das direkt dazu, dass dieser Kolben nicht mehr auf seiner perfekten elliptischen Bahn läuft und dann an den Zylinderwänden Kontakt kriegt. Das heißt, wenn der Motor neu ist, im Idealfall hast du da wenige Mikrometer Platz am äußeren Rand und der Ölfilm bleibt schön stabil, wenn er durchs Gemisch aufgebaut wird. Oder du kannst dazwischen Spalte lassen, mit Öl gefüllt, die dann selbst den Ölfilm auftragen. Sobald aber hier unten in dem Zahnrad Verschleiß auftritt, führt das dazu, dass auch der Verschleiß auf der Zylinderwand auftritt und das führt dazu, dass der Motor tendenziell sehr anfällig dafür ist, dass wenn dann nach längerer Laufzeit... Ja, Kolbenfresser nennt man das. Das heißt, die Wand und der Kolben verschweißen miteinander. Das kann dann auftreten. Das heißt, die Motoren sind nicht sehr
Wie ist das so mit thermischer Verformung? Also wie kriegt man das mit Material im Griff, dass sich das nicht irgendwie ganz ungleichmäßig warm wird und noch verzieht, dieses ganze... Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das bei der Konstruktion überhaupt große Problematik ist, solange Kolben und Zylindermaterial ähnlich sind. Denn dann dürfte das Ganze nicht wirklich drastisch sein. Das Problem ist, dass der Kolben auf allen Seiten quasi gewärmt wird. Ja, okay, das ist natürlich ein Problem. Du kannst tatsächlich innen kaum kühlen, außer vielleicht auch wieder durch Öl in dem Bereich der Zahnräder, in dem Exzenterbereich. Na gut, aber die Fläche, die Wärme dehnt sich auch aus, ne? Die Wärme dehnt sich auch aus? Jetzt verbreitet sich den gesamten Motor. Ach so, ja. Genau. Wie schnell dreht er so? Das ist halt ein Vorteil, dadurch, dass alle Zyklen gleichzeitig ablaufen und wir ja sehen, dass wir pro Zyklus eine Wellenumdrehung haben, also pro Verbrennung haben wir auch wieder eine Wellenumdrehung, wie beim Zweitaktmotor, drehen die Motoren üblicherweise so bis 10.000 Umdrehungen in Pkw-Motoren und auch schneller im Modell oder Motorrad oder Flugzeug. Ja, also im RX-8 ist 10.000 das Standardlimit. Und in der Sportversion nochmal wie 500 Umdrehungen pro Minute mehr oder so. Und der Verbrauch? Das ist ein Nachteil, der Verbrauch ist tendenziell eher hoch. Und deshalb hat sich das Motorkonzept auch in der Praxis nicht durchgesetzt. Die größten Teil der Materialprobleme und so weiter hat man halt heute im Griff, aber der Verbrauch ist halt immer noch kompromisslos hoch. Nicht gleich, aber jetzt gibt's auch noch eine Variante, die aus dem Verlangen nach Leistung entstanden ist, der Gegenkolbenmotor. Das ist das Konzept, was ursprünglich dazu geführt hat, warum ich diesen Vortrag mache. Das ist total absurd. Im ersten Blick. Das hier ist sozusagen die Krönung des Gegenkolbenmotors. Drei Wellen! Den hat Junkers tatsächlich so gebaut. Es gibt drei Kurbelwellen, es gibt drei Brennkammern und es gibt sechs Kolben, die sich darin bewegen. Deutsche Ingenieure, ne? Aber was tat man damit geschickterweise an? Also die Motoren wurden ursprünglich von Deutz und Junkers so konstruiert. Junkers ist dafür relativ bekannt gewesen. Es gab sogar Traktoren mit solchen Motoren eine Zeit lang. Damit wurden Dieselaggregate, also Generatoren und so weiter, für Industrieanlagen betrieben. Und vor allen Dingen am Ende dann des Zweiten Weltkrieges auch Flugzeuge. Also wurde dann auch fürs Militär genutzt, aufgrund der hohen Leistungsdichte, die man erreicht, mit einigen Tricks. Wie man sieht, ist das Ganze ein Zweitaktkonzept. Das heißt, es gibt im Grunde nur Spül-Lade-Kombiniert-Vorgang und den Verbrennungsvorgang, die immer direkt hintereinander ablaufen. Die Idee, ich zeige nochmal einen anderen Motor, der hat zwei Kurbelwellen, aber auch nur zwei Kolben. Das heißt, mit einer Kurbelwelle mehr kann man gleich drei Kolben mehr unterkriegen. Ist es nicht überliefert oder so, aber das könnte ein Grund sein, warum dieses Dreieckskonzept tatsächlich entstanden ist. Man kann das hier an diesem Konzept ein bisschen besser erkennen. Das Teil ist ventilgesteuert. Das hier wäre ein schiebergesteuertes Modell. Das heißt, die Kolben selbst sind im Grunde genommen die Ventile. Das führt dazu, dass man zum Beispiel die Steuerzeiten, das heißt die Ventilöffnungszeiten, erstens nicht variieren kann und zweitens die absolut immer gleich sind von der Position, immer von der Position der Kolben abhängig sind. Das heißt, das ist nicht unbedingt optimal, aber für das Modell ist es deutlich besser zu erkennen. Hier kann man das ein bisschen vernünftiger erkennen, die Zyklen, die tatsächlich stattfinden. Und man kann sich jetzt hier vorstellen, dass zum Synchronisieren hier außen eine Kette üblicherweise läuft oder ähnliches, um die zwei Kurbelwellen zu synchronisieren. Ach, dass man die Leistung dann auf eine... Genau, da kann man dann zum Beispiel entweder auf einer der Achsen eine Kurbelwelle oder zentral noch zusätzlich eine Kurbelwelle haben. Man muss ja hier unten die Nocken auch antreiben. Hier ist ein Viertakter, oder? Ja. Das ist ein Viertakter, ja. Ventilgesteuert. Stimmt. Eine Kuriosität des Gegenkolbenmotors, der
tendenziell kein Gegenkolbenmotor ist, ist der Verbrennungslinearmotor. Das hat nichts mit dem Elektrolinearmotor in dem Sinne zu tun, obwohl einer enthalten ist, nämlich als Generator in diesem Fall. Was? Dieser Motor ist auch wegen seiner Einfachheit entwickelt worden, von der Idee her. Aber der rappelt doch wie Scheiße, oder? Das lässt sich sehr einfach in den Griff kriegen, das ist eher unproblematisch. Was viel problematischer an dem ganzen Konzept ist, ist auch da wieder, dass er wie ein Zweitakter funktioniert und sehr viel Öl einträgt. Es gibt eine deutsche Firma, die sich seit der Jahrtausendwende im Grunde genommen mit so einem ähnlichen Motorkonzept des mit diesem Motorkonzept beschäftigt, um das umzusetzen. Das hier ist ja ein Viertakter, wie wir gesagt haben. Das heißt, wir brauchen im Grunde im Öl, in der Luft hier keine Schmiermittel in dem Verbrennungsgas. Das Problem ist aber weiterhin, dass die Laufflächen ja flach sind. Das heißt, wenn ich hier Öl reinspritze, schiebt er das Öl immer wieder nach hinten weg und so weiter. Das heißt, es gerät auch tendenziell mehr Öl in den Verbrennungsraum, was dazu führt, dass die Verbrennung nicht besonders sauber ist. Deshalb verzichtet man bei dem Motorkonzept, was heute entwickelt wird, komplett auf das Schmiermittelöl und macht die Kolben aus Graphit oder Graphen, was dann selbst schmierend ist. Warum schmiert das sich das selbst? Dazu kenne ich zu wenig. Nanotechnologie. Genau, quasi. quasi Nanotechnologie? Nein, ich weiß nicht. Geschichten lässt sich hier einfach mit Diamant alles machen. Nein, Diamant ist zu empfindlich, er verbrennt zu leicht und oxidiert zu schnell. Graphen hat irgendwie als Kohlenstoff die Eigenschaft, halt nicht zu verbrennen sofort und wenn es fein gemahlen ist, hat es irgendwie niedrige Reibwerte. Es gibt auch Öle damit für Hochtemperatur. Ja. Anwendungen und so weiter. Genau, kenne ich mich da nicht aus. Hier, wir haben hier Maschbauer. Wo ist der Maschbauer hin? Das ist dasselbe Prinzip wie bei einem Bleistift. Da unten. Bleistift liegt ja auch so Schichten, die aneinander vorbeigleiten. Und genau mit demselben Prinzip funktioniert das gut. Auch. Der Maschbauer hat schon auch genau, dieses Konzept gibt es in einer anderen Variation heute als Stirling-Motor. Das könnte man auch nochmal dran nehmen, das Thema. Nicht Verbrennungsmotor, Stirling-Motor. Hat den unglaublichen Vorteil, es gibt nur ein einziges bewegliches Teil. Also ein bewegliches Teil, was dann vorhanden ist, das ist sowohl, in diesem Fall ist es ja ein Generator, sowohl Generator als auch Verbrennungsmaschine in einem quasi. Hat, wie schon erwähnt wurde, den Shake-Weight-Effekt leider, wenn er als einzelner Motor läuft. Das heißt, da muss man sich üblicherweise mit einem Ausgleichsgewicht bemühen, dass man das ein bisschen in den Griff kriegt, damit das Teil einem nicht weghüpft. Zweiter Kolben führt dazu, dass du Scherkräfte hast. Aber macht natürlich auch schon mal alles ein bisschen besser, das stimmt. Kann man das so kreisförmig vielleicht machen? So kreisförmig. Also, ja, das ist nicht so absurd. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht so absurd mit dem kreisförmig. Es gibt zumindest Stirling-Maschinen, die so funktionieren. Und das sieht dann total behindert aus, aber es funktioniert. Nur eine Achse mehr, diese vier Kolben. Genau. Ah, das funktioniert. Und jetzt noch den letzten Motor, den Sternmotor. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollten mehr Leistung. Und mehr Leistung kam immer anscheinend daher, dass man auch die Leistung bei wenig Gewicht haben wollte, um zu fliegen, traditionell. Und die erste oder die frühen Lösungen waren, bei einem Reihenmotor kennen wir das alle, ist unten das Kurbelgehäuse, wo die Kurbelwelle drin sitzt, unglaublich groß, unglaublich schwer. Und das hat man eingesehen, das Problem, und hat deshalb den Sternmotor für Flugzeuge entwickelt, im Großen und Ganzen, hauptsächlich für Flugzeuge. Es gab auch Generatoren dann damit, weil die Motoren halt da waren, gerade in den Kriegszeiten wurden die dann für ziemlich viele Dinge genutzt. Eine Abwandlung des Sternmotors ist der Umlaufmotor. Bei allen Motoren, die wir bisher gesehen haben, bewegen sich die Kurbelwellen und die Kolben stehen im Grunde am Still. Beim Umlaufmotor ist das genau andersrum. Die Kurbelwelle in der Mitte steht fest und die Zylinder drehen sich um den Motor herum. Hast du irgendwelche Probleme beim Spritzufuhr und so ein Mist? Nee, wie man bei diesem Motor sieht, ist es ein Zweitakter. Ja, es ist relativ lustig eigentlich. In diesem Bereich hier wird geladen. Das heißt, es kommt Benzin unten, hier drin ist die ganze Zeit Gemisch. Hier wird das Gemisch in den Kolben, in den Zylinder gesogen. Hier wird es komprimiert
Man hat keine Probleme. Mit und im nächsten Zyklus wird es hier auch wieder verbrannt. Das Ding dreht sich, das wendet sich selbst Luft zu. Und die Abgase gehen nach außen quasi. Hm? Die Abgase gehen nach außen weg, genau. Das schmeißt du alles, töte alles. Ich würde es außen wieder alles anbauen. Also, wenn sie was innen dreht, ist ja okay, aber das ist ganz tief. Ich hab dazu, wir haben nachher noch Videos. Ja, es ist, könnte tödlich sein. Wie funktioniert es mit dem Zünden praktisch? Ist da oben irgendwo Schleifen? So funktioniert es auch die Hauptenergiequelle des Menschen, möchte ich nur kurz sagen. Als Modellbaumotor ist dieses Motorkonzept heute noch relativ populär, aus irgendwelchen Gründen. Ja, da funktioniert es selbst. ATPasen sind Turbinen, die sich drehen. Wie ein Dieselmotor im Grunde genommen, also Selbstzünder. Aber ansonsten sind dann da auch tendenziell Zündkerzen drin. Auch die Steuerung der Ventile ist teilweise sehr abenteuerhaft ist vielleicht falsch, abenteuerlich gelöst gewesen und so weiter. Aber es kam halt einfach der Zwang, irgendwie möglichst viel Leistung unterzubringen. Der Sternmotor, der hier abgebildet ist, ist ein Viertakter wieder. Die Nockenwelle ist im Grunde genommen so ein Ring nur. Das heißt, die Ventile werden darüber betätigt, über die Stößel. Auch da, der Motor ist immer noch verhältnismäßig einfach. Und vor allen Dingen wird all dieses Drumherum nicht komplexer, oder beziehungsweise dieser Kern nicht komplexer, wenn ich mehr Zylinder hinzufüge. Man kriegt auch eine ungerade Zahl hin, ohne dass es irgendwie komisch wird. Mhm. Wie eine ungerade Zahl? Das ist eine ungerade Zahl, das sind 5. Ja, ich meine, es geht auch eine ungerade Zahl, ohne dass es komisch ist. Ja. Bis bei Linearmotoren auch. Genau. Und das geht auch bis, also für die Flugzeugmotoren ging das üblicherweise bis 9. Es gibt Einzelfälle von 12 Zylindern. Es gibt die auch hintereinander versetzt, mit versetzten Zylindern. Der Vorteil war natürlich, man hat üblicherweise Propeller benutzt. Das heißt, wenn der Propeller sich vor dem Motor gedreht hat, hat er auch sehr gut die Kühlung, für Kühlung des Motors gesorgt. Und das war dann weniger Aufwand und auch da führte dann dazu, dass man ordentlich Leistung fahren konnte, weil die Kühlung halt ausreichend war. Da ist es beim Reihenmotor viel, viel aufwendiger, denn die hinteren Zylinder würden ja quasi keine Kühlung mehr abbekommen. Deshalb muss man von der Seite Luft gegenpusten und ähnliches. Das ist bei dem Motor halt viel einfacher gelöst. Das ist jetzt auch sehr gleichmäßig mit dem beim Stern. Also wenn ja, von Massenbewegungen her weiß ich gar nicht, wie das ist bei Sternmotoren. Ob da die ungerade Zahl irgendwelche Vorteile hat, wahrscheinlich. Ja, tendenziell versucht man natürlich einen Motor auch möglichst vibrationsarm zu konstruieren. Das kann sein, dass das auch enorme Vorteile da bietet, weiß ich nicht. Ja. Genau. Die Bilder sind von, also diese tollen Bilder in Anführungszeichen, die wir am Anfang gesehen haben, die GIFs, sind von Animated Engines. Und ich zeig das jetzt mal. Das ist jetzt natürlich super toll. Ha! Ja, ne? Das ist passiert übrigens, wenn Gnome es irgendwie nicht schafft, den Desktop-Hintergrund zu laden. Ja, ne? Das ist dann irgendwie auch gerade, wenn man mal einen Monitor zusätzlich anschließt. Ja, genau das. Ihr könnt Fullscreen. So. Never allow Chrome to go Fullscreen. Also, ja, wir haben hier. Naja. Wir haben den Vierzylinder gesehen. Es gibt auch so kuriose Viertakter zum Beispiel. Das ist der Atkinson-Zyklus. Der hat. Ja! Das Ganze hat ein einziges Ziel. Ich weiß nicht, wir können da draußen ein kleines Quiz machen. Was ist bei diesem Motor anders als bei einem normalen Kolbenmotor? Das eine Ding macht. Cuckoo-Hashing, das ist eine Datenstruktur oder vielmehr eine Art, eine bestimmte Datenstruktur zu implementieren. Ich hoffe, die meisten haben von Hashing schon mal gehört, aber ganz kurz vielleicht trotzdem. Also die Idee ist, ich möchte gerne eine Datenstruktur haben, die mappt mir beliebige Schlüssel auf irgendwelche Werte. Und das möglichst effizient. Also ich möchte gerne, dass es wenig CPU-Zeit verbraucht und im Idealfall noch wenig RAM verbraucht, aber CPU-Zeit ist bei Hashing im Zweifelsfall der spannendere Teil. Da gibt es mehrere Verfahren. Das eigentlich dauert auch historisch erst, aber das, was man auf jeden Fall in Algorithmen und Datenstrukturen zuerst hört, ist Open Hashing. Das hat folgende schöne Eigenschaften. Sowohl Elemente nachgucken, als auch Elemente einfügen oder löschen, hat erwartete Laufzeit von Open 1, also konstant. Das heißt, egal wie viele Elemente ich in meine Datenstruktur schon reingepackt habe, ich brauche trotzdem immer gleich viel Zeit, um nachzugucken, ob irgendwas schon drin ist oder um irgendwas Neues hinzuzufügen oder um irgendwas rauszuwerfen.
Und diese Gleichfehlzeit ist im Übrigen auch ziemlich kurz. Also es ist nicht gleich wie immer 4 Stunden, sondern es ist üblicherweise schnell. Das Ärgerliche ist, im schlechtesten Fall kann ich Pech haben. Dann brauche ich lineare Zeit in der Anzahl der Elemente. Es gab auch mal, oder es gibt noch mal wieder, lustige Denial-of-Service-Angriffe über genau diese Problematik, die im Prinzip dafür sorgen, dass Programme, die erwarten, dass etwas eine konstante und kurze Zeit braucht, auf einmal eine sehr lange und dann auch wirklich im Stundenbereich liegende Zeit braucht, um irgendwelche Elemente nachzugucken, zum Beispiel von Web-Parametern in GET und so, was man dann normalerweise einfach durch Randomisierung löst. Aber im Allgemeinen kann man sich auf diesen Average-Wert durchaus verlassen. Wie funktioniert das Ganze? Im Wesentlichen, man macht sich eine Struktur, die besteht halt aus dem Wert, den muss ich mit abspeichern, den Schlüssel, den muss ich mit abspeichern, einen Wert, den ich mit dem Schlüssel assoziieren will, und im Open-Hashing-Verfahren einfach einen Pointer auf vielleicht noch mehr von diesen Paaren. Das Ganze wird so eine Art einfach verstehte Liste. Das ist reichlich dumm. Guck genau hin, genau zu, ich kann das. Wenn man wissen will, ob irgendein Schlüssel in diesem Hash schon enthalten ist, macht man Folgendes. Man nimmt eine sogenannte Hash-Funktion. Das ist einfach eine Funktion, die weiß, jedem möglichen Schlüsselwert irgendeinen großen, relativ zufälligen Integer zu. Mit der wichtigen Eigenschaft, dass wenn ich da denselben Schlüssel wieder rein tue, ich halt denselben zufälligen Integer rauskriege. Mit der außerdem wichtigen Eigenschaft, dass diese Integerzahlen bei nur gering veränderten Schlüsseln völlig anders aussehen. Also im Prinzip funktioniert das Ganze auch, wenn diese Hash-Funktion diese Eigenschaft nicht hat, die zweite. Aber dann wird es halt ineffizient. Dann habe ich nicht diesen schönen Average-Case von O von 1, sondern habe ich im Wesentlichen eine lineare Laufzeit. Zum Beispiel könnte ich die Hash-Funktion wählen, Integer ist gleich 0. Dann funktioniert das Verfahren im Wesentlichen gar nicht. Also der Algorithmus funktioniert doch immer, aber ich habe niemals diese konstante Laufzeit, sondern immer die lineare. Das heißt, du benutzt eine Hashing-Funktion oder eine Hash-Funktion? Nein, ich benutze die Hash-Funktion, die mappt mir Keys nach Integer. Das ist das eigentliche, wo sozusagen die Hash-Funktion wirklich reinkommt. Also. Das drumherum ist bloß die Datenverwaltung. Also diese Contains-Funktion benutzt die Hash-Funktion, um die Daten in die richtige Stelle in diesem Bucket-Array zu packen. Und ich habe einfach eine bestimmte Menge, ich habe ja eine konstante N-Buckets von möglichen Positionen, wo ich meine Elemente abspeichere. Und ich finde sozusagen die Position, wo das Element eigentlich sein müsste, indem ich diese Hash-Funktion auf den Schlüssel anwende, dann das Ganze mit Modulo auf ein Array beschränke und dann gucke ich, ob ich den Key schon gefunden habe an der richtigen Stelle. Wenn nicht, dann folge ich diesem Next-Pointer. So lange, bis ich entweder den Key gefunden habe oder festgestellt habe, dass der Next-Pointer auf Null gezeigt hat, und dann sage ich halt, okay, ist wohl nicht drin. Und einfügen ist im Prinzip die gleiche Idee. Ich nehme wieder meine gleiche Hash-Funktion auf den Key, damit weiß ich, wo das Element hingehört. Dann gucke ich nach, ob da schon was liegt. Wenn ja, dann laufe ich so lange den Next-Pointer weiter, bis ich beim letzten Next-Pointer angekommen bin. Und dann füge ich an dem entsprechenden Pointer, wo das quasi hin müsste, das neue Element ein. Okay. Ich sehe keine erschreckten Fragen. Dann gibt es die Idee, die etwas später kam, soweit ich weiß, Closed Hashing. Das ist eigentlich nicht so richtig schön mit dieser verketteten Liste, weil die meisten von diesen Buckets, die haben genau ein Element oder null Elemente. Wenn viele von diesen Buckets mehrere Elemente haben, habe ich eigentlich schon was falsch gemacht. Das ist nämlich mein Array zu klein. Ich möchte gerne, um das möglichst schnell zu haben, dass ich immer das erste Element direkt finde. Und nur ganz selten kann es mal vorkommen, dass sozusagen ein zweites dranhängt. Und nur noch viel seltener kann es mal vorkommen, dass es drei sind. Ich muss diese Ausnahmefälle betrachten, aber diese Schnelligkeit entsteht dadurch, dass ich quasi immer das erste Element direkt gefunden habe. Deshalb will ich eigentlich, dass dieser Next-Pointer unnütz ist, in quasi allen Fällen. Bedeutet im Umkehrschluss, der Next-Pointer ist eigentlich die reinste Speicherverschwendung, weil ich in den meisten Elementen so einen Next-Pointer habe, aber der zeigt halt, da ist halt null drin und ich komme da eh nicht weiter. Deshalb die Überlegung, okay, können wir es schaffen, den Next-Pointer loszuwerden? Ja, wir können. Das ist halt das Closed-Hashing-Verfahren, hat dieselben Laufzeiteigenschaften, verbraucht etwas weniger Speicher normalerweise. Die Idee ist folgende: Ich habe eine Hash-Funktion, die nicht nur den Schlüsselwert berücksichtigt, sondern noch einen zweiten Integer. Wieder mit der Eigenschaft, dass die, egal ob sich der Schlüssel ein bisschen ändert oder der zweite Integer sich ein bisschen ändert, völlig unterschiedliche Ergebniswerte liefert. Und die Idee ist, ich habe für jedes Element nicht nur eine Position in meinem Array, sondern im Prinzip bediene ich viele mögliche Positionen in meinem Array. Und wenn es an der ersten nicht war, gucke ich an der nächsten mal weiter. So lange, bis ich entweder das Element gefunden habe, oder bis ich beschlossen habe, ich habe lange genug nachgeguckt, beziehungsweise ich habe eine mögliche Position gefunden, aber kein Element da drin. Dann weiß ich, dass ich sozusagen am Ende meiner Suche angekommen bin. Das ist hier der Algorithmus. Also ich nehme halt
sozusagen da, wo es eigentlich hingehören würde. Und wenn es nicht geklappt hat, inkrementiere ich diesen Parameter i so lange, bis ich eine Position gefunden habe, wo es hoffentlich ist. Also hier die Contains-Methode geht davon aus, dass es definitiv drin ist. Ich habe hier versucht den... Die Contains-Methode geht so lange die weiteren möglichen Positionen durch, bis ich halt einen leeren Pointer finde. Und dann sage ich halt, okay, das Element ist nicht enthalten. Und Insert ist wiederum im Prinzip genau das gleiche. Ich laufe meine möglichen Positionen durch, so lange, bis ich eine Position finde, die frei ist. Wenn das so ist, packe ich mein Element dahin. Und wenn ich das halt später wieder suche, komme ich irgendwann auch in dieser Position bestimmt vorbei. Es ist ein bisschen hässlich, wenn ich Elemente lösche, weil ich dann gucken muss, dass ich diese Kette nicht unterbreche von Suchdurchläufen. Aber auch das kann man lösen, typischerweise, indem man das einfach als ist gelöscht markiert. Und wenn es genügend Gelöschte gibt, dann mache ich mein Hash irgendwie nochmal neu. Man kann das auch anders lösen, aber nicht sicher wie. Eigentlich will ich aber über die dritte Methode erzählen, und zwar Cuckoo-Hashing. Ist ein relativ neues Verfahren. Also viele von diesen coolen Algorithmen, die so grundlegend sind, wurden ja irgendwie so 1970 oder was erfunden. Cuckoo-Hashing ist aus 2001. Das ist vergleichsweise modern tatsächlich. Man beachte diese wunderhübsche Zeit hier. Lookup ist im schlechtesten Fall O von 1. Das heißt, wir haben nicht nur den Erwartungswert, dass es konstante Zeit ist, sondern in jedem Fall ist es garantiert konstante Zeit. Wieder genauso wie beim Open-Hashing, wir haben keinen Next-Pointer, nur Schlüssel und Wert. Wie funktioniert Contains? Wir haben wieder eine Hash-Funktion, die einen Schlüssel und einen Integer annimmt. Und wir gucken zuerst an der Position Schlüssel und 0. Wenn wir es dann gefunden haben, ist super, dann wissen wir, es ist drin. Wenn wir es nicht gefunden haben, gucken wir an der anderen Position, Schlüssel und 1. Wenn wir es da auch nicht gefunden haben, ist es bestimmt nicht drin. Wenn wir es da gefunden haben, gut, dann haben wir es gefunden, das ist klar. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie schaffen wir es, unsere Hash-Tabelle so zu organisieren, dass jedes Element, egal ob es gelegentlich Hash-Kollisionen gibt, entweder in dem einen oder in der anderen Position ist. Die Antwort ist folgende. Die Insert-Methode sieht so aus. Wir machen uns erstmal ein neues Element, setzen i auf 0, suchen uns die Position, wo das Element eigentlich hingehören müsste. Dann speichern wir uns das alte Element, was da eigentlich drin lag, packen das neue Element auf jeden Fall an genau diese Stelle, wo wir es erwarten würden, und fügen anschließend das alte Element, was wir da gerade rausgeschmissen haben, mit dem anderen i ein. Das heißt, jedes Element hat genau zwei Positionen in der Hash-Tabelle. Und wenn ich ein neues einfüge und da liegt schon eins, dann schmeiße ich das raus und füge dieses, was ich gerade rausgeschmissen habe, an seiner anderen Position ein. Das kann natürlich dazu führen, dass da auch eins im Weg liegt. Falls das so ist, dann nehme ich das, was da im Weg liegt, raus und tue es an seine andere Position, die in quasi allen Fällen nicht die erste Position ist. Das kann theoretisch dazu führen, dass ich eine Schleife kriege, dass ich quasi irgendwann dazu komme, das Element, was ich ursprünglich schon hätte einfügen wollen, an seine Position einfügen müsste. Wenn das so ist, dann ist meine Hash-Tabelle voll. Also voll heißt nicht, ich habe jedes Element benutzt. Das heißt, dieses Verfahren kann diese Hash-Tabelle nicht weiter verwenden. In dem Moment, das heißt, ich halt den Hash und mache ihn größer. Ja, das hat man immer das Problem. Also irgendwann ist ein Hash halt voll und dann will ich ihn größer machen. Spätestens einfach, um die Laufzeit schnell genug zu halten. Das ist hier jetzt gerade nicht implementiert, ne? Genau, das ist hier einfach komplett nicht drin. Aber was man typischerweise macht, ist, man merkt sich einfach den Key zum Beispiel und guckt, ob es da schon ist, oder man macht einen maximalen Count, das ist eh sinnvoll. Also wenn ich irgendwie 5 mal umsortiert habe, dann kann ich sagen, okay, vergessen wir das, wir machen die Tabelle größer. Also Experimente haben ergeben, man will so eine Cuckoo-Hashing-Tabelle ungefähr zu 50% füllen. Danach wird es ineffizient. Es gibt Leute, die haben viel Graphentheorie dazu gemacht, zu irgendwie ausreichend randomisierten Graphen, die können dann noch erklären, warum das so sein sollte. Aber zuerst wusste man, dass man das einfach ausprobiert hat. Was man inzwischen auch weiß, ist, man kann weiter probieren und man kann nicht nur 2 Positionen nehmen, sondern zum Beispiel 3 Positionen. Also die Idee ist im Prinzip, ich füge das andere Element, was ich gerade rausgeschmissen habe, entweder an der einen anderen oder an der anderen Position ein. Völlig zufällig, da muss ich mir weiter keine Mühe geben. Wenn ich das mache, dann kann ich meine Hash-Tabelle zu ungefähr 91% auffüllen, bevor es problematisch wird. Das weiß man auch aus Experimenten, und eines der schönen Papers zu Cuckoo-Hashing, das heißt irgendwie Open Problems in Cuckoo-Hashing, sagt Open Problem Nummer N, warum ist das so? Das kann ich also nicht beantworten, aber eine einfache Erweiterungsalgorithmus erlaubt also tatsächlich relativ üppige Ausnutzung dieses Arrays. Wie ist die Ausnutzung bei den anderen Verfahren? Naja, im Prinzip ist das eine Abwägung zwischen Effizienz und Ausnutzung. Also du kannst natürlich, gerade wenn du Open Hashing hast,
Das kannst du beliebig voll machen. Da werden halt deine Listen unendlich lang. Und dein Average Laufzeit geht halt einfach hoch, weil du immer diese Listen lang läufst. Und im Closed Hashing kannst du es an für sich auch machen. Also ich habe hier eine Hash-Funktion gemacht. Also ich habe hier in die Hash-Funktion gepackt. Die dümmste Implementierung, die davon gibt, ist, heißt Linear Search. Die addiert einfach I auf den fertigen Hash-Wert. Die läuft sozusagen sequenziell weiter durch das Array. Auch dann kann ich natürlich 100% Auslastung schaffen, wenn ich es unbedingt will, aber heißt halt, im Worst Case laufe ich dann einmal durch das Array, bis ich den einen leeren Slot gefunden habe. Ist auch Quatsch. Mhm. Die kann man aber mehr als 50% auslasten normalerweise. Das heißt, man möchte eigentlich schöne Löcher im Array haben. Du möchtest im Hash-Array eigentlich immer Löcher haben. Mhm. Also ich würde so, habe ich aber tatsächlich jetzt nicht nachgeguckt. So intuitiv würde ich sagen, normalen Hash kannst du so bis 80% ungefähr auslasten, bevor es komisch wird. Ein Closed Hash wahrscheinlich ein bisschen mehr, 90 oder 95 oder sowas. Mhm. Es gibt auch Experimente, die zeigen, dass das Cuckoo-Hashing auf aktuellen üblichen Desktop-Prozessoren sogar schneller ist als die beiden anderen Verfahren, weil es weniger Speicherkram anfasst im Wesentlichen. Oder normalerweise weniger Speicherkram anfasst. Es ist aber rein experimentell ermittelte Laufzeitwerte, das hat keinerlei theoretische Fundierung, soweit ich weiß bisher. Jo, jetzt mein Talk. Also, ich wollte schon immer mal ganz viele Vorträge über Raumfahrt, Luftfahrt und so in der Richtung was halten. Und genau, habe einfach mal angefangen und geguckt, wie weit ich komme. Und dann erst den Titel geschrieben. Und das ist jetzt die lange Reise von Abgor 5 und seinen Freunden, Kapitel 1 und 2. in Breitbild. So, stellt euch mal vor, die Erde ist eine Kugel. Radius 6371 Kilometer, kommt ungefähr hin. Und zwar eine ziemlich gute Kugel, eine ziemlich perfekte Kugel. Das ist jetzt ein Foto aus der PTB. Das ist sicher ein Vortrag für sich. So, und hat keine Atmosphäre. Das ist ungesund. Ich habe auch mal versucht, ein Bild zu finden. So, und ihr könnt ziemlich gut werfen. Oder ziemlich schnell laufen. Dann könntet ihr theoretisch ein Objekt in eine Erdumlaufbahn bringen. Aber ihr müsst ziemlich gut werfen oder ziemlich schnell laufen können, denn ihr braucht da eine Umlaufgeschwindigkeit von V gleich, der Bruchstrich fehlt, μ durch R. Genau. R ist der Radius und μ ist hier die spezielle Gravitationskonstante der Erde. Und haben wir, die setzt sich aus der Gravitationskonstante und der Masse der Erde zusammen. Die Masse der Erde kennen wir. Gravitationskonstante ist wahrscheinlich auch wieder ein Vortrag für sich, aber ich bin kein Physiker, von daher. So, nehmen wir das einfach mal. Nehmen wir das einfach mal an. Genau. Weißt du die Masse der Erde? Weißt du die Masse der Erde? Hat er gewogen. Richtig. Geschätzt. Da kommen wir auf eine Geschwindigkeit von 7,911 Kilometern pro Sekunde. Das ist schon relativ schnell. Da gibt es jetzt ein Problem. Wir haben nämlich eigentlich doch eine Atmosphäre. Und wer sich so ein bisschen mit Luftreibung auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das dann ein bisschen warm wird. Wir haben da einen gewissen Luftwiderstand, der steigt im Quadrat mit der Geschwindigkeit. Und ja, wir kennen so ein paar langsam fliegende Flugobjekte, also Concorde. ja gut, fliegt nicht mehr. Aber die hat sich im Flug um 30 cm gelenkt, einfach nur durch die Erwärmung. Und die ist 66 Meter lang. Andere kennen das Problem auch. SR-71. Genau, ich überlege gerade, ob ich hier... Das sind keine Farbabplatzer. Das ist Treibstoff. Die ist nämlich nicht dicht, wenn sie kalt ist. Die dehnt sich erst aus und wird dann erst dicht. So, die fliegt Mach 3,2 offiziell, das ist immer noch unter einem Kilometer pro Sekunde und das ist noch sehr viel weniger als 7,9 Kilometer pro Sekunde. Ja, da brauchen wir eine Lösung. Und zwar müssen wir raus aus der Atmosphäre. Die Frage ist jetzt, wie hoch müssen wir raus? Es gibt da ein paar Grenzen, also Kármán-Linie wird gerne genannt. Die wurde auf 100 Kilometer festgelegt, ist grober Rundungswert. Das ist etwa da, wo sich, oder wenn man mit einem Flugzeug in der Theorie immer schneller
fliegen würde, müsste man immer höher kommen, oder immer höher kommen wollen würde, müsste man immer schneller fliegen. Wegen der geringeren Dichte. So, und etwa bei 100 Kilometern würde sich das mit der Fliehgeschwindigkeit aufgrund der Geschwindigkeit abwechseln. Oder umkehren. So, was ist der niedrigste Satellit auf einem stabilen Orbit? Das niedrigste, was ich kenne, ist GOESE, nicht ganz so stabiler Orbit, weil das Teil braucht, also fliegt auf 255 Kilometern und braucht immer noch Ionentriebwerke. Sonst würde er abstürzen, weil da noch so viel Luftreibung ist. Und ist auch schon, glaube ich, wieder eingetreten. Gucken wir mal, was kennen wir denn? Die ISS. Die fliegt aktuell knapp über 420 Kilometer. Wenn man sich die so anguckt, ist auch nicht gerade aerodynamisch. die würde so in 5 Jahren abstürzen, wenn man die nicht andauernd wieder anschieben würde, die Geschwindigkeit erhöhen würde. Und alleine dadurch, dass sie auf der Nacht oder im Schatten der Erde die Solarpaneele in den Wind drehen oder in den Fahrtwind, sparen die pro Jahr 1 Tonne Treibstoff. Ja. Das, genau, das war jetzt so eine kurze Einführung, wie kommt man erstmal hoch. Ja. Ja, es ist auch ziemlich langsam, ne? So, hier ist es auch immer. Wieso? Einfach so. Du kannst es ja berechnen, ne? Genau. Wurzel aus der Gravitationskonstante. Ohne Zahlen. Ziemlich langsam. Geteilt durch den Radius. Da der Radius war im Nenner. Also ist jetzt ein bisschen größer geworden. Dadurch ist die Geschwindigkeit ein bisschen unter 7,9, also 7,7 irgendwas Kilometer pro Sekunde. Es geht immer weiter, umso höher, umso weiter du wegkommst von der Erde, umso geringer wird die Umlaufgeschwindigkeit von der Kreisbahn. Der Mond braucht 28 Tage, um einmal umzufliegen, die ISS 90 Minuten 92. So, jetzt der zweite Teil quasi, ein bisschen geschichtlich ausholen. Diese 100-Kilometer-Linie, die Kammernlinie, wurde zuerst von der A4 durchstoßen. Und man hat, also im Zweiten Weltkrieg hat man es noch nicht geschafft, eine stabile Umlaufbahn zu erreichen. Das haben dann die Mächte im Kalten Krieg versucht. In den USA gab es gleich 3 Ansätze. Zum einen war da die US Army mit dem Redstone-Programm. Und die haben die A4 versucht weiterzuentwickeln. Da hat Werner von Braun mitgearbeitet. Dann gab es die US Air Force. Die haben da am Atlas-Programm gearbeitet. Heute kennt man immer noch die weiterentwickelten Atlas-Raketen, die immer noch starten. Aber denen wollte man das eigentlich nicht in die Hand geben. Man wollte ein möglichst ziviles Projekt haben, was quasi den Umlauf schafft oder den ersten Satelliten in eine Umlaufbahn bringt. Und hat deshalb die US Navy damit den Auftrag. Und es sollte möglichst wenig militärisch sein, damit man von möglichst vielen Wissenschaftlern auf aller Welt das ganze Know-how zusammenbekommt. Und ja, genau, das haben die gemacht. Was dann passierte, Sputnik. 4. Oktober 1957. Das gefiel den Amerikanern gar nicht so. Deswegen haben die den Vanguard-Start vorgezogen. Der war dann schon am 6. Dezember 1957. Das sah dann so aus. nachdem das ein bisschen failte, hat man das dann zurückgegeben an das Redstone-Projekt. Und die haben dann am 1. Februar 1958 den ersten amerikanischen Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht. Ja, das war jetzt eine kurze Einführung in was alles noch kommen sollte, weil das alles ein bisschen aufeinander aufbaute. Und beim nächsten Mal sehen Sie bestimmt mehrstufige Raketen gleich. Was für Orbits gibt es eigentlich? Leo, Meo, Geo, GTO, etc. Triebwerkstechnologie. Weltraummüll. Vermeidung von Weltraummüll. Raumfahrende Nation. Entwicklung von Bordantrieben. First Contact. Das ist nicht jetzt hier. Hallo, das geht so nicht. Hacker. Hallo. Was ist das hier?
Fangen an, bis spät. Ja, ich erwähne dazu, ich bin Kommunikationsdesignerin, das darf so scheiße aussehen. Symmetrie ist langweilig. Genau, alles geplant. Ja, also mein Vortrag ist so ein bisschen zusammengespachtelt, weil wir sind ja am Sonntagabend erst aus dem Urlaub wiedergekommen und dann ist mir eingefallen, dass ich auserwählt wurde, einen Vortrag zu halten. Grobes Oberthema ist Comic. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich einen kleinen Einstieg gebe da rein, wie eigentlich in China also der Comic entstanden ist, weil das völlig anders ist, als wir das kennen, irgendwie im amerikanischen Raum, im europäischen Raum. Und zwar nennt sich das in Chinesisch so, ich kann das nicht aussprechen, irgendwie so Nyangwangwangwa oder sowas ungefähr. Ich habe heute ganz auf Google Translate angemacht. Genau. Li An Guan Hua. Okay. Li An Guan Hua. Nee, das klang noch ein bisschen anders. Ja, die Töne sind nicht richtig, aber die kenn ich, kann ich daraus nicht mehr erkennen. Ja. Vielleicht Li An oder so, aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die wörtliche Übersetzung serielle Bilder. Die im Volksmund die Übersetzung ist eher kleines Buch der Charaktere. Du darfst mal jetzt weitermachen. Freundlicher Assistentin. Ja, und zwar handelt es sich dabei um solche kleinen Bücher, die so um das 19. Jahrhundert rum, also Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Die sind so eigentlich wie das, was wir jetzt so als Fixie-Bücher kennen. Die sind 3x5 Inches groß und haben halt meistens irgendwelche epischen Geschichten, irgendwie so Klassiker der chinesischen Literatur illustriert. Also da hatte man auch dieses klassische Format, dass man da so ein Bild hat und darunter war halt erklärender Text. Und halt auch irgendwie Märchen oder Sagen, einfach so Volksgut, was da so dargestellt wurde. Und ja, dadurch wurden halt meist epochale Werke halt auf so ein kleines Format runtergestutzt, weil halt Bild hat relativ viel Aussage dazu. Meistens hat das, was in diesem Bild ist und dieser Text, ungefähr nichts miteinander zu tun. Das sind völlig unterschiedliche Dinge, erklären aber insgesamt eine Geschichte. Ja, so von der Aufmachung her hat es schon so gewisse Ähnlichkeiten mit den amerikanischen und europäischen Comics. Einfach durch dieses, dass man da so Kästen hat und die Bilder sind und so. Das ist schon sehr klassisch, dieser serielle Aufbau der Bildergeschichte. Vielleicht in den frühen Anfängen der amerikanischen Comics, dass halt auch noch der Text neben dem Bild war und nicht im Bild. Hat aber seinen ganz eigenen Ursprung und ist davon völlig losgekoppelt. Und zwar ist das, was auch der Hauptunterschied ist, ist einfach dieser Stil, den man da sieht. Also dieser schwarz-weiße Stil mit diesen sehr feinen Linien im Gegensatz zu sehr starken Linien. Wenn du mal eins weitermachst, bitte. Sieht man das hier, mit dieser starken schwarzen Linie am Haar und dagegen diesen sehr feinen, detaillierten Linien. Das war sehr typisch für den chinesischen Comic zu der Zeit. Oder das, was wir heute Comic nennen würden. Was ist so Zeit? Welche Zeit so? Anfang des 20. Jahrhunderts. Also der Begriff Liang Wang irgendwas wurde um 1925 dann definiert. Da gab es halt seit knapp 25 Jahren schon solche Bücher. Hat sich einer gedacht, das müssen Namen kriegen. Vorher wurde das halt immer irgendwie so Bildergeschichte genannt. Jetzt hat es einen Namen. Wurde halt oft dann in irgendwelchen Lesestuben ausgelegt, sodass die Leute das in der Familie dann auch zusammengelesen haben. Man konnte sich dann, das gibt es auch heute noch, wir sammeln da so dicke Schober mit dann so 25 Reihen von diesen Wixi-Büchern, die eine epochale Saga erzählen, kaufen. Ist heutzutage relativ teuer. Dieser Stil, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, heißt Gongbi. Und ist halt sozusagen das hauptsächliche Stilelement, was einfach diese Kunstform geprägt hat und weshalb es auch zur Kunstform erhoben wurde. Also es waren nicht einfach nur irgendwelche Heftchen, sondern es war eine eigenständige Kunstform mit eigenständigen Künstlern, die dafür berühmt waren. Und bevor das halt so Hefte waren, wurden halt mal solche einzelnen Strips in irgendwelchen Zeitschriften abgedruckt. Und das hat dann irgendwann diese Heftform bekommen. Ja. Der erste berühmte waren die Geschichte der drei Königreiche, was wohl ein chinesischer Klassiker ist, was dann von Cheng Dengsu illustriert wurde. Das waren dann 6 Hefte
Und das hat deshalb so einen großen Anklang gefunden, weil es halt enorm viel günstiger war als das Originalbuch. Also die illustrierte Variante. Das heißt, wenn man sich diese sechs, das ist ein bisschen wie so Groschenromane dann gekauft hat, konnte sich halt enorm viel Geld sparen, hatte noch schöne Bilder dabei. Das war so insbesondere einfach für die, ja, so die mittlere Schicht, die Arbeiter auch, also alle, die nicht viel Geld haben und nicht so übermäßig belesen waren, war das der ultimative Ansprechpunkt einfach, weil damit konnte man sich diese klassische Literatur, die Bildung kaufen, für wenig Geld, sehr einfach und zugänglich. Ja, also später wurden auch oft Theaterstücke auf diese Art und Weise aufbereitet, was halt ein bisschen albern war, weil dann auch immer sozusagen die Leute in ihren Kostümen dargestellt wurden, sodass man sehr deutlich gesehen hat, dass die eine Maske tragen, anstatt einfach sozusagen die Figur der Geschichte darzustellen. ja, so 1950, 1960 war so das erste Golden Age der Lian Huanhua. Da gab es die also wirklich an jeder Straßenecke, in jedem Laden, die waren einfach beliebt, weil man die halt günstig kaufen konnte und man sie auch einfach transportieren konnte. Und so ab 1950 hat dann die Regierung gemerkt, dass die Leute das ja ganz gerne kaufen. Dann haben beschlossen, da können wir ja einen Nutzen draufschlagen, haben sie sehr viel Propaganda da rein verpackt. Und die Bücher haben auch so einen edukativen Touch bekommen. Waren dann schlagartig nicht mehr so beliebt. Finde ich unerklärlich. Und auch der Zeichenstil hat sich sehr verändert. Er ist dann von diesem sehr fragilen, märchenhaften, also was sehr toughen, realistischen geworden, sehr darstellend. Und dann kamen so aus dem japanischen Raum sehr viele Einflüsse rübergeschwappt. Da wurde dann gerade so das Konzept Manga auch irgendwie in die Wege geleitet, sage ich mal so. Und dann wurde das Ganze sehr, sehr comichaft. Ich weiß nicht mehr, was das nächste Bild in meiner Reihe da ist. Gut. Mal nochmal zurück. Und dann wurden von Feng Tsikai erste Kinderbücher im japanischen Stil gemacht, also in diesem sehr comichaften, niedlichen, in dem er aber sehr starke Erwachsenen-Themen und sehr viel Sozialkritik versteckt hat. Das heißt, die Erwachsenen, die das den Kindern vorgelesen haben, haben sich ganz so gedacht, oho, aha. Also wie das auch heute eigentlich noch in vielen Kinderbüchern ist, dass sie sehr weise sind und sehr ernste Themen ansprechen, aber das so kindlich verpacken. Und damit hat er auch diese ganze Kunstform revolutioniert. Das war dann der Hype schlechthin, das hat jeder gemacht. Also dann waren das alles Kinderbücher, so, die aber halt auch ziemlich viel Kritik einfach an der Regierung in der Zeit geübt haben und das halt dann irgendwie Märchen verpackt haben. So, dann kam so die Zeit 1960, 1970, da war das politisch plötzlich total inakzeptabel. Und gesagt, haben die dem Ganzen den Kunststatus eigentlich aberkannt, gesagt, das ist schon, das ist Dreck, das ist die unterste Schublade, kauft eh keiner, wenn wir da Propaganda reinmachen oder andere Leute Kritik reinpacken. Und dadurch wurden die Künstler auch nicht mehr gefördert und sind halt zum großen Teil verarmt. Und darin gab es halt eigentlich nur noch so Schundhefte, wodurch halt diese Qualität halt extrem gelitten hat. Also es wurde dann massenhaft produziert, aber das war dann wirklich die unterste Schublade, gar auch kein künstlerischer Anspruch bei den Künstlern mehr. Und dann hat irgendwer das Konzept mal wieder entdeckt und sich gedacht, ja, solche Hefte sind total gut für Propaganda. Du darfst die nächste Folie anmachen. Und von da an durfte nur noch es wurde zur absoluten Kunstform schlechthin, 10 Jahre später, ist keine Kunst mehr, zur absoluten Kunstform schlechthin erhoben. Es durfte aber nur noch eine einzige Geschichte in 200 Versionen und 200 Stilen gedruckt werden, nämlich nur noch Mauswort. Das ist alles der gleiche Inhalt, diese Hefte. In verschiedenen Darstellungsweisen. Und das war so das zweite Golden Age des chinesischen Comics. So die Produktion zu der Zeit war ja 20 Mal so groß wie 1960. Aber es war halt auch sehr generisch, weil der Stil war sehr festgelegt und es muss immer sehr heroisch alles sein. Halt unheimlich von der Politik beeinflusst. Und also es war auch ganz genau vorgegeben, wie die Panels auszusehen hatten, wie die Helden auszusehen hatten, wie die Bösen auszusehen hatten. Wer das gemacht hat, hat sehr viel Geld verdient, hat natürlich dann auch nicht mehr so viel künstlerisch geleistet. Es gab dann auch so eine Untergrundbewegung, wo die Leute halt heimlich andere Sachen gezeigt haben. Das wurde aber gezeichnet haben, aber es wurde sehr, sehr schnell auch zerschlagen. Das ist nämlich nicht okay. Und das war also gleichzeitig sozusagen die Hochzeit und der Tod für diese Kunstform. Weil
nachdem das dann alles nicht so gelaufen ist, wie sie sich das so gedacht haben, mit der Propaganda und dem Kommunismus, gab es das halt nicht mehr so. Da ist das dann halt schon ziemlich in den Abgrund gerutscht, du darfst weitermachen. Und dann sind so wunderbare Werke wie das hier entstanden. Das ist so... ja, wer es erkennt, ist Star Wars als kleiner chinesischer Comic. Das ist also so das Letzte, was noch passiert ist. Danach kamen dann noch so ein paar japanische Einflüsse rein. Aber 1985 wurden die eigentlich nicht mehr vertrieben, weil alle Leute noch Fernsehen geguckt haben. Und naja, heutzutage gibt es halt den Manhwa. Das ist dann sozusagen das Gegenstück zum Manga in Japan. Aber das hat halt nie wieder so eine Beliebtheit erfahren wie diese Hefte, die man mit der Familie zusammen irgendwie in so einer Lesestube lesen konnte. Das wäre mein Vortrag heute. Kaffee, genau genommen kalten Kaffee. Der Inhalt der Flasche da auf dem Tisch. Ich habe mal ganz wollte eigentlich mal ganz kurz anfangen, ein bisschen noch was über Kaffee zu erzählen, aber das kann Wikipedia viel besser als ich. Und die Geschichte des Kaffees habe ich angefangen aufzuschreiben, bis mir auffiel, dass das eigentlich ein Vortrag für sich noch wäre. Weil das Zeug wurde schon um 900 nach Christus entdeckt, vermutlich in Äthiopien. Daher auch die Ursprungsregion Kaffa, Kaffee, kam dann nach Arabien, wo es dann die ersten Kaffeehäuser gab, die dann prompt darauf verboten wurden. Weil komisches Zeugs, was Leute anders macht, muss sofort verboten werden. Deswegen ist die Geschichte auch sehr interessant, weil kaum kam das Zeug nach Europa, passierte dort genau dasselbe. Die Legende ist halt, dass das groß in Europa halt anfing, als die Türken Wien belagert haben. Und nach der Belagerung haben die Türken 500 Säcke Kaffee zurückgelassen. Und aus der Beute wurde dann in Wien das erste Kaffeehaus gegründet. Wann das verboten wurde, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht rausgekriegt. Aber um die Zeit herum wurden Kaffeehäuser dann populär, wo dann halt auch sich die Intellektuellen der damaligen Zeit getroffen hatten und dann anfingen, dort revolutionäre Pläne zu schmieden. Gerüchten zufolge war die Französische Revolution auch sehr gefördert von Kaffee, wodurch man die Nächte durchdiskutieren konnte und Pamphlete schreiben konnte. Also sehr gefährliches Zeugs. Wurde dann auch wieder verboten und der Import wurde verboten, beziehungsweise durfte nur staatlich gemacht werden, um die Steuern zu kriegen. Wenn Interesse besteht, schreibe ich das irgendwann nochmal der Reihe nach zusammen, weil das wird eine Geschichte für sich. Kaffee kennen die meisten sicherlich als das, was ich jetzt hier dummerweise als zweites genommen habe, den Direktaufguss, also den Filterkaffee, dass man sich gemahlenen Kaffee nimmt, dort heißes Wasser drüber kippt und dann das Resultat davon trinkt. Das ist so der Filterkaffee oder der Direktaufguss, den man halt dann in der Kaffeekanne kocht und dann nachher durchfiltert. Ist der klassische Kaffee, wie man ihn hier in Europa kennt, hat den Nachteil, dass er dabei sogenannte Bitterstoffe mit aus der Bohne löst, wodurch halt dieser etwas bittere Geschmack im Kaffee mit da kommt. Und je nach Bohnenart ist das halt mal mehr, mal weniger. Und das ist das halt, was viele Leute auch sagen, dass ihnen der Kaffee nicht schmeckt, weil der Kaffee einfach so bitter schmeckt. Das ist anders beim Espresso, der typisch italienische, der mit sehr starkem Druck, wo das Wasser mit sehr starkem Druck durch den Kaffee durchgepresst wird. Dadurch kommen nämlich noch extra Öle aus der Kaffeebohne in den Kaffee rein. Das ist dann diese sogenannte Crema. Das ist nicht das, was man bei manchen Kaffeemaschinen oben als weißen Schaum drauf sieht, weil das ist einfach nur Schaum. Die Crema ist wirklich Öl, was aus dem Kaffee dann so von unten an die Oberfläche steigt und eigenes Öl ist. Das merkt man dann auch im Geschmack, dass der Espresso durch diese Öle noch ein besonderes Aroma kriegt, also anders schmeckt als der Filterkaffee. Und die andere Variante ist der Mokka. Das ist dann sehr fein gemahlen, zum Teil auch mit Gewürzen und langsam erhitzt, wodurch noch mehr Aroma in den Kaffee reinkommt. Und Merkmal von Mokka ist halt, dass man in der Tasse eigentlich immer noch einen Bodensatz drin hat, so einen dicken Schlamm am Boden, den man dann halt nicht mittrinkt. Weil, gut, man kann den Kaffeesatz lesen, daher kommt das vom Mokka. Weil ein Kaffeesatz übrig bleibt, wo man dann schöne Formen reinlesen kann. Und die andere Variante, die ich jetzt vorstellen möchte, ist der kalte Kaffee.
Die Idee dahinter ist, man nimmt sich ganz viel Zeit und eiskaltes Wasser und lässt das auf den Kaffee tropfen. Das hier ist so eine japanische Kaffeemaschine, aus der man ganz oben, diese ganz große Kugel, Wasser reinfüllt. Dann kommt das über so zwei Hähne, also das kann man gleich zwei Kannen mit gleichzeitig füllen, wird der Kaffee in langsamen Tropfen, heißt immer so 40, 50 Tropfen pro Minute, auf das Kaffeepulver getropft. Das sind diese beiden mittleren Kartuschen da, wo diese Spindel drin steckt. Und dann tropft das ganz langsam unten in die Flasche rein und dann hat man den Cold Drip Coffee. Der halt dadurch, der braucht halt extrem lange, weil 40 Tropfen pro Stunde, pro Minute dauert eine Weile, bis so eine Flasche voll ist. Hat aber den Vorteil, wenn man den Kaffee so macht, dass der weniger Säure hat und dadurch, dass es halt länger dauert, bis der fertig ist, auch mehr Koffein aus der Bohne gelöst wird. Wenn man den Kaffee halt so probiert, merkt man halt, der ist nicht so sauer wie der, oder also schmeckt nicht so bitter, sag ich mal, wie der normale Filterkaffee, den man kennt. Diese Maschinen sieht man, ist die halt die japanische Art und Weise, den so zuzubereiten. Findet man dort in Kaffeehäusern halt sehr häufig. Und wenn man sich so ein Teil zulegen möchte, zahlt man im Internet so um die 400, 500 Euro für so ein schönes Gestell mit allem drum und dran. Ist für ein Heimgebrauch ein bisschen unpraktisch. Deswegen habe ich so meine eigene Methode entwickelt. Die ist auch in dieser Art und Weise auf diversen Seiten im Internet findet man die halt. Im Wesentlichen nimmt man sich Kaffee, den man gröber, den man am besten noch selbst mehlt, selbst malt, also Kaffeebohnen, die man selbst malt. Und zwar so grob wie möglich. Am besten ganz lassen, ja. Nee, einmal in der Mitte durchschneiden. Also ein bisschen Oberfläche brauchst du schon. Also das sollte schon so, also wir haben im Wiki haben wir ein paar schöne Fotos davon, das sind so halben Millimeter, Millimeter dicke Bruchstücke sollten da schon bei rauskommen. Die packt man in ein großes Gefäß rein, packt Eiswürfel drauf und Wasser drauf. Ungefähr so ein Verhältnis 100 Gramm Kaffee zu 500 Gramm Wasser. Ist ein bisschen Geschmackssache, muss man ausprobieren. Abdecken, damit nicht so viel Luft drankommt. 12 Stunden im Kühlschrank und das Zeug ist fertig. Muss man dann nur noch filtern und hat dann einen sehr, sehr starken Kaffee, der dort in der Flasche ist. Den kann man so nicht wirklich trinken, weil er zu stark ist. Aber ist er zu stark, ist er zu schwach? Nee, ich glaube, der ist wirklich etwas. Also, du kannst es gerne probieren, ihn so zu trinken, aber Herzflattern ist danach vorprogrammiert. Ah, ich wette auch schon nicht. Am besten einfach heißes Wasser dazu kippen, so im Verhältnis 1 zu 4 aufgießen. Dann hat man angenehm trinkbaren Kaffee daraus. Oder man kann es halt dann auch so in einer Mischung auf Eis draufgeben, also Eiskaffee drauf machen. Oder halt einfrieren, dann hat man Eiswürfel, also Kaffeewürfel, die man dann in Eiskaffee reinpacken kann. Ja, und so ist der kalte Kaffee dann entstanden. Und wenn die nächste Seite jetzt geladen ist, was ein bisschen länger dauert bei dem Rechner und dem großen Bild. Was auch gut klappt, ist sonst aber auf Eiswürfel gießen. Dann hat man tatsächlich einfach kalten Kaffee, der aber aufgrund der Zubereitung halt trotzdem nicht bitter ist. Genau, also diese, das Produkt dort einfach auf Eiswürfel rauf, viele Eiswürfel rauf und bis die Eiswürfel dann geschmolzen sind, hat man dann trinkbaren Kaffee. Ja, das ist das Setup, was ich zu Hause die ganze Zeit im Kühlschrank stehen habe. Links ist der große Bottich und das rechts ist einfach eine Mateflasche, Club-Mateflasche, obendrauf eine halbe Cola-Flasche, in die ich einfach einen Kaffeefilter und einen Teesieb draufgepackt habe. Ja, ich weiß, Teesieb, Sack gelegt. Tee hat auch nur Koffein. Also Teesieb für die großen Brocken und den Kaffeefilter dann, damit die freien Feinstoffe rauskommen. Und wenn man den Druck richtig gemacht hat, dann hat man eine trockene Methode, den Kaffee gleich abzufüllen und die Flasche dann halt gleich irgendwo mitzunehmen. Ja. Den Bottle-Adapter wollte ich noch ins Wiki stellen, weil da brauchte ich mehrere Iterationen. Jetzt kommen wir zum 3D-Druckteil. Moment noch. Hm? Was ist jetzt, wo kommt da das Wasser rein und wo tropft es durch? Und also ich denke mal, es kommt... Nee, das ist nur... Nein, das ist nur der Filter. Also das links, der Bottich, ist einfach der Bottich, also links unten der Behälter,
Ja. Das ist einfach der, wo ich Kaffee rein, Eiswürfel rein, Wasser drauf. Ja. Wenn man es in der Reihenfolge macht, dann hat man sogar eine vernünftige Mischung. Also, weil sonst, wenn du erst Wasser reinmachst und dann den Kaffee drauf machst, dann musst du noch rühren. Und das bedeutet dann mal wieder Sauerei in der Küche. Also, Kaffee, Eiswürfel, die halten den Kaffee nämlich unten. Tropft man das Wasser drauf und dann, bis die Luft aus dem Kaffee rausgetropft ist, ist der schön durchrührt und kann im Kühlschrank stehen. Mit einem Rührgerät oder so beschleunigen? Kannst du, aber das Ganze sowieso 12 Stunden im Kühlschrank steht danach. Macht es keinen Unterschied. Also der Vorteil davon ist halt, es geht relativ schnell, wenn man vom Kaffeemahlen absieht, was eine Weile dauern kann, wenn man eine Handmühle hat. Und dann kippt man es einfach in die Flasche rein und bis man in der Küche fertig ist morgens, hat man dann eine fertige Flasche zum mit in die Arbeit nehmen. Und es hält sich halt problemlos eine Woche oder auch zwei im Kühlschrank, weil es halt so hoch konzentriert ist. Kann man das länger als 2 Stunden stehen lassen? 12 Stunden oder ist das sonst irgendwann? Kannst du. Eklig? Kannst du. Also das ist ein bisschen Geschmackssache, musst ein bisschen ausprobieren, wie es dir schmeckt. Also ich habe auch so ein paar Anläufe gebraucht, bis ich halt das Verhältnis rausgekriegt habe, was mir schmeckt. Und auf eine Stunde mehr oder weniger kommt es nicht an, habe ich jetzt so festgestellt. Dass, ja. Ich brauche halt ein paar Iterationen, bis ich diesen Flaschenadapter richtig hatte. Weil das war mein naiver erster Versuch. Können wir ein bisschen Physik machen, was ist der Denkfehler da dran? Also oben Flasche, unten Flasche, nicht? Also klar, dass... Nee, Luftausgleich ist dadurch, dass es unten halt nicht ganz fest draufgeschraubt wird. Okay. da sind halt die Ungenauigkeiten im 3D-Druck wirklich super. Es war dicht, weil ich obenrum noch so einen Einsatz aus so einer Speziflasche genommen habe. Also die Speziflaschen hatten im Deckel so einen kleinen Gummiverschluss, den man rausziehen kann. Und den kann man dann oben reinlegen und dann ist es nämlich oben dicht. Das Problem ist, dass das Wasser an der Schräge, also dass der Kaffee dann an der Schräge da so langsam dran gehaftet hat und dann außen ins Gewinde reingelaufen ist und außen in der Flasche vorbei. Also hatte ich mir gedacht, hey, baue ich mir einfach ein Fallrohr, was dann in die Flasche reinreicht, in den Flaschenhals reinreicht. Da gab es dann das kleine Problem, dass dann der erste Schwall ging vernünftig durch. Als es dann anfing langsam zu tropfen, haben sich die Tropfen am Rand gesammelt und haben sich dann einfach am Flaschenhals hochgezogen, bis sie dann schon wieder draußen waren. war dann in Version 3 besser. wo wir dann einen schönen Trichter haben, wo dann garantiert nichts mehr an die Seiten rankommt und dann vernünftig durchtropft. Ja. Gibt immer noch To-Do. Filtern oben ist ein bisschen fummelig. Wir hatten jetzt noch so die Idee, wir könnten eine größere Flasche nehmen, zum Beispiel so eine Punica-Flasche, die einen etwas größeren Hals hat und dann die Filter von einer, wie ist das Ding? Aeropress reinnimmt, dass man so Filter zwischen die Flaschen zwischenschraubt. Wollten wir nochmal ausprobieren, ob man dann nicht ganz so viel mit dem Filter rumsauen muss und das dann gleich alles in einem Gestell hat. Größer könnte man es bauen, man könnte sich so ein Cold-Grip-Gestell aus Teilen aus dem Baumarkt bauen. Habe ich ein paar schöne Fotos im Internet gesehen, wo man einfach ein paar Rohre nimmt, zusammenstellt und da hätten wir hier schönen Kaffee. Und wenn wir hier Chemiker hätten, würde ich mich gerne mal darüber unterhalten, wie man eigentlich Koffeingehalt messen kann in Getränken. Fände ich mich mal interessant, ob das jetzt wirklich stärker ist als normaler Kaffee oder ob man das nun mal... Qualitativ oder quantitativ? Quantitativ. Ich will nur wissen, ob es besser ist als Mate. Ein Liter trinken, warten, Herzfrequenz. Sagen wir mal. Wir haben einen Unfall, war Koffein drin. Null. Ist das viel oder wenig? Genau. Ja, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, Vorschläge, schickt's per Mail, schreibt's ins Wiki. Das war mein kleiner Vortrag zum Thema kalter Kaffee. Da steht kalter Kaffee, wer möchte, kann sich bedienen. Ich stell's nachher noch in den Kühlschrank. Haut weg das Zeug. Das skeptischen Blick.